Aber wenn du das Video siehst, was da gestern online gegangen ist, wo er da durchs Stadion läuft und Ja. über das Derby redet, Alter, da kriegst du auch Gänsepelle, Das oder? ist Das ist geil. doch. Immer ein bisschen was über dich. Also stell dich doch erstmal vor. Das ist ja völlig unhöflich hier. Ja. Also, und dann hast du das Ding reingenagelt, also wirklich, da hast du ja alle deine 100, mehr sage ich dazu nicht, Kilo Erfahrung. Ich wollte eingesetzt. Ach Erfahrung sagen. Alle deine so. Erfahrung, aber du. Er ist da. Dann lassen wir ihn mal rein. Ja. Macht ja aber eigentlich Sinn, dass das Mikro so ein bisschen in der Mitte ist, aber das kriegen wir hin, denke ich. Ja, das geht schon. Muss auch nicht die ganze Zeit mein Gesicht zu sehen sein, damit Ist ja können. eher ein Hörstream als ein Ja. Sehstream. So. André in meiner Bude, hast du dir das so professionell vorgestellt mit dem Stativ? Das sieht doch hochprofessionell aus. Schön ausgeleuchtet und Genau. ja. Mir wurde ja schon immer gesagt, dass das hier hinten aussieht, als ob ich in einem Container. Als ob ich in einem Container Ja, lebe mit dieser Tapete. könnte man denken, man könnte auch mal denken, dass das so ein Hintergrund ist, den du dir so einstellst bei, weißt du, kennst du, wenn du Bei diese Zoom. Meetings hast, Zooms, und dann machst du Ja, dir so einen Hintergrund, der so ja. möglichst, so Neutral. eigentlich sieht das hier gar nicht so aus, das sieht ganz anders aus, aber er Viel hat sich so ein. hochwertiger. Ist alles voll mit Gold hier. Also auf jeden Fall, die Untersetzer sind golden, Ja, ja. richtig. Von Ikea mit echtem Gold. So, So. danke für die Cola, danke, dass du da so an mich denkst. Jeder, der mich kennt, Natürlich. wird sofort Ich wissen. wusste eigentlich, wollte ich Vanilla-Cola holen, aber hatte mein Rewe hier nicht mehr. Weißt du was? Es gibt so Vanilla-Flavor-Drop, da wo du einen Tropfen reinmachst und dann schmeckt das auch nach Vanille. Habe ich ausprobiert. Weil es gibt immer weniger Cola Vanille. Immer Zero gibt es aber immer, ne? Immer mehr, Vanilla-Cola ja. Zero, Ich ja. glaube, die müssen da irgendwie. Diese Firmen müssen da irgendwie Strafe zahlen, wenn sie so und so viel Zucker Produkte verwenden, haben? Produkte und so. Die müssen Okay. jetzt irgendwelche Regeln erfüllen. Aber das ist mir egal. Erstmal schönen Prost, guten hier, Abend. Andrea. Das wird ein langer Abend Das wird ein sehr und langer Abend. ich hoffe, die Millionarios werden wir heute Abend. Mir hat hier einer erzählt, dass Jovetic schon. Hörte man uns eigentlich gut? Mir hat einer erzählt, dass Jovetic schon Hate bekommen hat, weil er in einem Interview gesagt hat, er freut sich auf das Spiel gegen den Zweitligisten, Zweitligisten. wa? Ne? Ja, habe ich. Also gegen den Guten, sie können gut der Zweitligist sein oder irgendwie sowas. Ja, Ja, ist. dann kommt er halt in Paketen nach Ja, Hause. wollte ich Das gerade sagen, ne? Also mit Kolumbianern aus Bogota muss man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Jove ist ja, glaube ich, hat vielleicht denkt er gar nicht so weit und Ich hoffe, dass da er ist ja alles noch in gut den geht. USA. Da Die werden ist ihn er relativ sicher. gut wieder nach Hause bringen, denke ich. Ja, also aber schön, dass Jovetic immer fit ist, wenn Vorbereitung ist und wenn so Trainingslager sind und wenn es dann so um die Wurst geht, so, dann ist er verletzt. Ja, es kommt darauf an, wie viele Länderspielpausen sind, weil da muss er ja immer natürlich unbedingt hin und dann kommt er ja immer verletzt zurück, leider. Ja. Das ist ja immer das Das ist Problem. schön, bestimmt heute schöne drei Tore oder so, weil, wo du dann sagst, boah, so einen Stürmer bräuchten wir Dann in brauchen der wir ja auch Saison. keinen Ne? anderen. Schießt da gegen Wolfsburg einmal aufs Tor und dann hat er wieder eine Muskelverletzung. Ja, so ist es, ist auch Aber bitter. deswegen haben wir ihn auch gekriegt, weil sonst wäre Ja, der, glaube ich, ein safe. Topspieler und könnte sich andere Vereine aussuchen. Ja, gucken wir mal, wie sich das Der entwickelt. war ja nicht ohne Grund bei so vielen Vereinen. Okay, also Luke sagt, man hört uns top. Das ist super. Was gibt's hier? Salmaro raidet mit einer Gruppe von 7 Personen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Weißt du, was ein Raid ist? Nein, also ich muss sagen, ich bin ein Twitch-Anfänger, keine Dann Ahnung erkläre ich es davon. dir. Und ich bin zufrieden, dass ich mir jetzt so einen Account gemacht habe, um da ab und zu mal bei dir reinzuschauen. Aber wie das alles so funktioniert, ich Keine bin Ahnung. zufrieden, dass ich das zum Laufen kriege. Erklär mal. Also, ein Raid ist, wenn wir jetzt offline gehen würden. Wir haben jetzt 167 Zuschauer. Danke Das ist erstmal eine ganze euch. Menge, Ja, oder? für die Um diese Uhrzeit. Uhrzeit, cool. Mitten in der Vorbereitung ist viel. Unter der Woche. Wenn ich jetzt offline gehe, dann kann ich quasi sagen: So, Zuschauer, ich gehe jetzt offline und ich schicke euch mal rüber, wenn du jetzt gerade online wärst, ich schicke euch mal rüber zu André. Und dann kann ich so einen Knopf drücken und dann schicke ich alle Zuschauer rüber. Wie viele dann Ah, da okay, bleiben, ja, ist auch, cool. aber das ist eigentlich ganz cool, weil dann lernt man manchmal so andere Streamer oder so kennen. Ja, cool. Wenn man dann auch noch ein bisschen vielleicht gleiche Wellenlänge hat oder Genau. so Oder und man sieht Zielgruppe die oder irgendwie Zielgruppe irgendwie so. so und ja, cool, coole Sache. Ist auf Und jeden wer Fall. war das jetzt?
Wer hat uns kannte ich auch nicht. Der heißt Salmaru. Okay, cool, danke, Salmaru. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ja, erzähl mal jetzt ein bisschen hier. Ihr könnt übrigens nachher, natürlich auch zwischendurch, ich lese ja immer wieder den Chat, meine Augen sind bloß ein bisschen schlecht, ich muss dann immer ein bisschen runtergucken. Mir ist es auch zu klein, ehrlich gesagt. Also jetzt weißt du, warum ich immer so nach vorne gucke. Muss da, ja, genau, muss da auch. Aber ich lass dich das mal moderieren. Ich versuch's. Ich quatsche nur. Okay? Ich versuch's. Also, das ist das Beste, was ich kann. Okay, na, dann erzähl mal ein bisschen was über dich. Also, stell dich doch erstmal vor. Das ist ja völlig unhöflich hier. Ja, ja, ja. Also, kenne mich ja einige bestimmt nicht. Ein paar kennen mich. André, bin Herr Tana, durch und durch, spreeblaues Blut, spreeblau bei Twitter und bei Insta, echte Berliner Pflanze. Ja, bin Gründer mit von 1892 Hilft und von hab die Aktion Hertha-Kneipe mit ins Leben gerufen, hab verschiedene Hertha-Projekte gemacht, gehe eigentlich zu allen Spielen ins Olympiastadion. Also ich glaube, ich war bestimmt seit 15 Jahren oder so, also seit 85, 87 gehe ich hin. Mein erstes Spiel war gegen Union Solingen. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, okay. Was, 85? Und ja, ich wollte gerade sagen, da ist Solingen. Irgendwas falsch. Und war da, glaube ich, mit 3.000, 4.000, 5.000 im Stadion, im Oberring. Mein Kumpel Robert, mein bester Freund, sagte damals, ey, kommst du mit zum Fußball? Ich dachte, wir gehen spielen. So, auf einmal stehe ich im Stadion. War, glaube ich, ein Unentschieden. 1-1, wenn ich mich erinnere. Ich habe auch noch halb ein Bier abgekriegt. Geil. Und ja, dann war ich Herr Tana. So. Und es war so Mitte der 90er, muss 92, 93, 95 habe ich dann meine erste Dauerkarte gehabt. Und ich glaube, seitdem war ich immer da. Ja, mach mal. Weil die sagen, Mikro ist lauter, aber das ist genau in deinem Gesicht. Oder wir müssen den Platz tauschen, weil mein Gesicht kennen sie ja schon, das muss eh keiner mehr sehen. Also, wie du möchtest. Wir können gerne mal tauschen hier. Dann rutsche ich jetzt hier rüber. Du musst ein bisschen lauter sein. Ich kann es irgendwie nicht lauter stellen. Das ist halt so ein typisches Podcast-Mikrofon. Vorher hatte ich so ein Tischmikrofon, aber das war vom Sound nicht so gut. Aber es sieht hochprofessionell aus. Ja, es ist auch... guck mal, aber du kannst auch, du bist ein bisschen größer, glaube ich. Ja, stimmt. Und du kannst dann über diesen Dübel, wenn es noch ein bisschen runter machst, so. Dann sieht es jetzt besser professionell aus. Manchmal ist es noch so, dass du ein bisschen reinsprichst und dann geht es schon. Oder kann man hier noch irgendwas feststellen? Jetzt bräuchten wir Hammer Graphics. Aber ich glaube, hier unten sieht man, jetzt bin ich fast der Ausschlag ist viel höher jetzt. Zu laut. Aber genau, wo waren wir stehen geblieben? Erstes Spiel Union Solingen, dann halt ab den 90ern eine Dauerkarte. Quasi immer da. Ich bin in der Ostkurve in der Regel. Stehe ich im Zwischengang und gucke mir das immer so ein bisschen mit verschränkten Armen und grummig an, weil... Also so wie Bobic. Ja, ja, weil es war lange halt einfach anstrengend, Fußball bei Hertha zu gucken. Ich bin trotzdem immer hingegangen und ich trotzdem mein Verein, aber und da Dardai und ja, so, und in der Ostkurve, aber dadurch, dass ich so viele verschiedene Projekte mache und auch immer mal wieder Leute ins Stadion bringe, habe ich dann immer die Situation, dass ich auch mal in anderen Blöcken sitze oder irgendwie Gruppen dahin bringen muss. Und ja. Ich bin im ganzen Stadion zu Hause, würde ich sagen. Habe ich schon gesehen. Was richtig cool ist, das müsst ihr mal abchecken. Also ihr könnt mal, ach, jetzt habe ich es wieder nicht, aber ich darf ja links reinposten, eher nicht. Weil ich müsste mal ich habe ja so ein Command für euch, wenn man ausruft, normalerweise, ich könnte das mal anpassen. Hier, warte mal, das kann ich mal kurz machen. Wir haben auf jeden Fall genug Zeit bis... Ja, wir haben genug Zeit. Also ich kann hier nämlich... Ganz viele Commands noch anlegen. Ich hatte nämlich den Command noch drin, weißt du noch, von dieser Aktion, wo ihr hättet... wo wir T-Shirt, war das die Pulli-Aktion? Nee, dieses von WBS. WBS, ja, ja, das, ja, ja. Das habe ich hier da noch. Da haben wir übrigens 5.000 Euro dank eurer Abstimmungen und so weiter bekommen. Die ersten drei haben, glaube ich, gar nicht mehr, 10.000 oder 20.000 bekommen. Aber so weit seid ihr gekommen? Und wir waren, glaube ich, sogar Top 10 oder so. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber das kam auch irgendwie über den Marco Wurzbacher, der im letzten Präsidium bei Hertha war. Ja. Und danke da nochmal zu Marco, dass er uns da vorgeschlagen hat. Und das sind 5.000 Euro, die wir für den Suppenbus und für alle unsere Aktionen natürlich immer sehr gut brauchen können.
Ja, du kannst ja mal, ich mache mal parallel dazu. Die meisten, also würde mich jetzt wundern, wenn jetzt hier Leute drin sind, die euch da noch nicht kennen eigentlich. Die meisten kennen euch ja, kannst ja noch mal in Kurzfassung sagen, was ihr da macht. Bei 1892 hilft, wer ihr seid. Und ich mache mal hier den Link rein, weil dann könnt ihr nämlich in 5 Sekunden Ausrufezeichen 1892 hilft in den Chat schreiben und kriegt den Link zur Website, wo Und dann ihr. habt ihr den Virus auf eurem Computer. Richtig, und dann habe ich den Trojaner installiert. Sorry, nicht, dass ich dir hier Ja, deine Leute mach mein absperren Geschäftsmodell kaputt. Ich wollte will. hier Bitcoin-Leads generieren. Bitcoin-Leads, kann Das man. gibt's gar nicht. Das war jetzt ein Hört sich, also erfundener Neologismus. nicht, ist das so was wie bei Edeka Treuepunkte sammeln Ja, oder so? ungefähr so. Die kann man auf der Seite von 1892 hilft auch sammeln. Also, wer ist 1892 hilft? Wir sind mittlerweile, glaube ich, so um die 50 Leute, über 50 Leute, die Charity-Aktionen machen. Wir haben angefangen damals mit einmal in der Woche Suppe verteilt. Also eigentlich noch, ich fange mal noch davor an. Wir haben Wasser verteilt. Der Remi, der leider verstorben ist, hatte mich damals mal angesprochen. Und auch Herr Thana und Axel Kruse Jugend gewesen. Und hat mich angesprochen, er hat was im Fernsehen gesehen, da verteilen Leute Wasser an Obdachlose in der Stadt. Und er wusste, dass ich schon ein bisschen was mit dem Kältebus zu tun hatte und Caritas so Projekte gemacht habe und hat mich angesprochen, ob das nicht was wäre, was wir auch machen wollen. Und dann haben wir angefangen, Wasser zu verteilen. Und da waren auf einmal irgendwie 20, 30, 40, ne, 20, 30 Leute, die sich gemeldet haben und mitverteilen wollten. Wir sind durch die Stadt gefahren, auf U-Bahnhöfe, auf Bahnhöfe. Es war sehr heiß und dann haben wir Wasser verteilt. Und diese Power, die sich da entwickelt hat, in so kurzer Zeit bei Hertha und die eigentlich ja auch vorher schon da war, mit Hertha wärmt und spendet Becher, rettet Leben. Fans at Hertha, die sich meiner Meinung nach unter Wert verkaufen, möchte ich gar nicht sagen, das hört sich so, aber die so viel machen, aber gar nicht so wahrgenommen werden, ja, weil die tolle Sachen mit kranken Kindern, also im Krankenhaus machen und also wirklich ganz, ganz tolle Projekte haben. Und da haben wir, ich versuche mal zurückzukommen, den da Wasser verteilt und gemerkt, da ist so viel Power drin und so viel Hilfsbereitschaft, dass wir gesagt haben, lass uns doch einmal pro Woche Suppe verteilen. Ja? Daraus ist ganz schnell geworden, dass wir das einmal pro Monat Suppe verteilen. Daraus ist Am geworden, Anfang war es einmal pro Monat pro so. Monat, so, das wollten wir. Wir wollten nicht übertreiben und so. Ja? Da sind so viele auf uns zugekommen, dass wir gesagt haben, wir machen es einmal die Woche. Zwischenzeitlich haben wir es zweimal die Woche gemacht, das haben wir zurückgefahren, weil lieber einmal safe als jetzt und insgesamt habe ich 40, 50, nee, mittlerweile über 50 Leute kennengelernt, die da mitgemacht haben, die uns geholfen haben, Suppe zu verteilen auf der Straße. Und das ist unser regelmäßiges Projekt, was wir quasi immer machen. Darüber hinaus machen wir Einzelprojekte, wenn es Bedarf gibt. Zum Beispiel im Sommer ist aus 1892 Liter Wasser, diese Wasserverteilaktion ist jetzt volle Pulle Hertha geworden. Weil wir uns weiterentwickeln. Wollen wir nicht mehr Plastikflaschen verteilen, so viele, sondern nachfüllbare Flaschen, also so Aluminiumflaschen. Ja? Und die wollen wir dann, da ist ein QR-Code drauf, den kannst du abfotografieren und dann kommst du auf so eine Karte, wo du kostenlos Wasser in Berlin nachfüllen kannst. Gerade für Obdachlose oder Leute, die kein Geld haben, glaube ich, sehr gut. Gerade in den heißen Sommern wirklich auch wichtig. Wenn wir 1892 Metallflaschen, diese Aluflaschen, gekauft und das ist alles gespendet von Hertha-Fans. Ja, so. Und da gab es auch noch, aber darf ich gar nicht offen und laut sagen, gab es auch noch eine Spende von Hertha. Da gab es einen Spieler in dem Zeitraum, der hat eine Ach Strafe echt, ja? gekriegt. Und diese Strafe ging dann quasi an uns. Und ein Teil davon ging an uns. Wann war das? Das darf ich muss jetzt, Jetzt musst du vorsichtig sein. muss ich vorsichtig sein. Der Donator hatte mir gesagt, dass wir darüber bitte Stillschweigen bewahren Wir sollen. sind ja hier unter uns. Ich sag mal so viel. Man sollte sich das Tätowieren in bestimmten Zeiten vielleicht verkneifen. Aber das ist, jetzt können sich die Leute was zusammenreimen. Also Ich habe keine. Maulida war es nicht. So viel dazu. Genau, also Wasserflaschen verteilen zum Beispiel, wenn es super heiß ist. Jetzt ganz aktuell haben wir die Aktion Schlafsackengel, die
auch aus dem Projekt heraus, Suppenbus herausgewachsen ist, weil wir durch die Stadt gefahren sind und haben Suppen verteilt, aber auch Hygieneartikel und Schlafsäcke. Das werden wir ganz oft gefragt, Decken, Schlafsäcke. Und die Schlafsäcke, die wir dann verteilt haben, lagen eine Woche später dann in der Ecke irgendwo im Dreck. Und wir fahren da vorbei und treffen wieder die Leute und die fragen nach Schlafsäcken. Und ich gucke so in die Ecke und denke so, what? Letzte Woche haben wir euch einen 50-Euro-Schlafsack hier in die Hand gedrückt und nächste Woche liegt der im Dreck. Was soll denn das? War ein bisschen ungehalten oder enttäuscht oder so. Ja? Und dann haben wir aber... wenn du dann weiterfährst und du bist ja auch schon mal mitgefahren und dann reflektierst du Situationen und denkst du, ja klar, zu Hause wäschst du deine Bettwäsche auch 2-3 Mal im Monat unterschiedlich. Ja? So, und auf der Straße ist das bestimmt schneller mistig. Ja? Und dann haben wir gesagt, wie können wir das beheben? Also so ein Schlafsack nach einer Woche, der ist ja eigentlich topfit, ja, ist nur dreckig, stinkt vielleicht. Ja? Und da haben wir gesagt, lass uns doch gucken, dass wir irgendwie so luftdichte Tonnen haben und dann packen wir die da rein. Dann haben wir eine Wäscherei angesprochen, Fischer und Thiele in Kreuzberg. Und dann haben wir gesagt, lass uns, wir müssen mal Geld sammeln. Die Berliner Obdachlosenhilfe e.V. hat dann gesagt, ja, sie macht da mit, 50 Schlafsäcke pro Woche waschen. So ein Schlafsack waschen kostet 15-20 Euro, Minimum, ein Schlafsack, ja. Aber es ist ja immer noch billiger, als einen neuen zu kaufen. Genau, genau. Kommt auf den Wert der Schlafsack an. Es gibt natürlich so 15-Euro Schlafsäcke von Lidl. Die sind auch gut für mal im Garten schlafen oder so. Ja, einmal, aber die kannst du halt nicht waschen, die Wattierung. Und du machst einmal waschen, hast du so einen Klumpen. Ja. Und wenn du so hochwertige hast, wir sind da mit Tom Herrich von der Geschäftsführung Hertha BSC im Gespräch gewesen. Also ich selber bin nicht so der größte Freund der Bundeswehr. Ja, so, wir hatten natürlich gehört davon, dass Bundeswehr-Schlafsäcke qualitativ die hochwertigsten sind oder Armee-Schlafsäcke. Ja. Und deswegen haben wir gefragt, ob Hertha ist ja Partner mit der Bundeswehr, ob es da Sinn macht, da mal anzufragen. Und da laufen im Hintergrund Gespräche. Dieses Jahr konnten sie uns nichts geben, weil alles Richtung Ukraine gebracht wird und das dort auch notwendig ist. Das ist völlig okay. Aber haben sie uns gesagt, dass wir da ruhig nochmal nachfragen können und mal gucken im nächsten Jahr. Wenn du so einen 200-Euro Bundeswehr-Schlafsack hast, dann macht sich dieses 15-Euro-Waschen natürlich auf jeden Fall bezahlt. Ja? Und wenn wir einen Schlafsack 2-3 Mal wiederverwenden können, dann macht das für uns Sinn. Ja? Wir haben das ausgerechnet und jetzt starten wir zusammen mit dem Tagestreff Mitte, Hofbräuhaus in Mitte, am Alexanderplatz. Das Duschmobil für Frauen, die sind in der Stadt immer unterwegs, die kriegen von uns eine Tonne. Also das Prinzip funktioniert so, luftdichte Tonne, da kommt ein Schlafsack rein, der noch waschbar ist und der wird dann von uns, wenn die Tonne voll ist, mit 5 Schlafsäcken, holen wir da die Tonne ab an dem Ort. Die kriegen von uns so viele Schlafsäcke, wie in der Tonne sind, ja? Und zurück und können die wieder verteilen mit einer neuen Tonne. Und wir bringen die in die Wäscherei und da werden sie gewaschen. Ja. Und ihr sagt den Leuten, denen ihr die Schlafsäcke gibt, auch Bescheid, dass das so funktioniert vorher. Genau, also es dauert jetzt natürlich seine Zeit. Die Leute müssen wissen, dass es dieses Angebot gibt. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn wir da jetzt ein paar Wochen warten. Und wir sind zum Beispiel, wir wollen auch nicht nur im Winter jetzt bis Ende März das machen, sondern wir wollen das darüber hinaus machen, das ganze Jahr. Das muss ich einspielen. Muss Kontinuität haben. Ja. Genau, und das ist unser neuestes Projekt. Und auch da, die Schlafsäcke, die wir gekauft haben, 5.000 Euro haben die Hertha-Fans. Danke an alle, die dafür gespendet haben. Haben 5.000 Euro gespendet und davon haben wir 168 Schlafsäcke kaufen können bei so einem Großhändler. Und die bringen wir jetzt gerade raus. Ja? Kältebus hoffentlich macht auch mit. Der große Berliner Kältebus von der Stadtmission. Und wenn die mitmachen, dann glaube ich, können wir gut schaffen, dass es vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr so ist, dass wir nicht 168 Schlafsäcke kaufen, sondern 2000 und die in allen Kältehilfeeinrichtungen Tonnen hinstellen und vielleicht gar nicht mehr in die Wäscherei fahren, sondern 3 Obdachlose anstellen können und selbst eine Wäscherei aufmachen mit einem großen Träger wie Stadtmission oder so im Rücken. Wer weiß, wie sich also das entwickelt. Also seid da auch mal sehr innovativ auf jeden Fall unterwegs, muss ich sagen. Also eure Ideen finde ich immer echt
muss ich sagen, echt klasse, die ihr da zusammen entwickelt. Mal eine kurze Sache hier an den, wie heißt der Kowalskion? Wir haben es jetzt verstanden. Reicht jetzt langsam, ja? Sonst gibt es hier gleich mal ein Timeout. Wir wissen jetzt, dass er Energie Cottbus-Fan ist. Okay, da, ja. Das ist okay, aber man muss es jetzt auch nicht jede 10 Sekunden reinschreiben. Ja. Geltungsbedürfnis, dann. Ja, alles gut. Mega coole Aktion. Und das Ding ist, das kann ich jetzt, ich bin jetzt erst zweimal mitgefahren, aber das kann man halt so, das erkennt man dann halt, was man vielleicht von außen gar nicht so sehen würde, dass ihr ja wirklich auch dann so schon Kontakte zu gewissen Personen habt. Also das macht dann schon Sinn, ist jetzt nicht so, dass man jemanden das gibt und den sieht man in dem Sinne nie wieder, sondern es ist ja häufig so, dass ihr die wieder trefft. Also das habe ja ich schon bei den zwei Fahrten gemerkt, dass man da gewisse Leute wieder trifft, die ihr, und du kennst ja sowieso umso mehr Leute, wenn du da jede Woche fährst. Also von daher ist es auch gar nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht, wenn man da noch nicht mitgefahren ist, vorstellt. Weil es sind ja schon Leute, die man wieder sieht und dann kann man ja mit denen besprechen, ey, du kannst es da wieder abgeben, dann ist es auch wieder sauber. Ist ja auch für die besser. Genau, also auf unseren Suppenbus-Touren machen wir das auch. Das machen wir seit einem Jahr eigentlich auf der Suppenbus-Tour. Nur da haben wir gemerkt, die Leute, die so mobil in der Stadt gerade unterwegs sind und sich dann irgendwie, die wir gerade am Suppenbus treffen, da gibt es ein paar, die, wie du sagst, die regelmäßig kommen, die bringen auch ihren Schlafsack mit, hast du, glaube ich, auch einem, zwei gesehen von, aber der Großteil macht das nicht so, weil die haben ihren Schlafplatz, ihren Bunker und irgendwie, wo sie sich da so die Sachen hinpacken, wo sie, wenn sie den ganzen Tag rumrennen, weil die nehmen ja auch nicht ihren ganzen Hausrat mit, ja, so. Und da versuchen wir halt, quasi weiterzuentwickeln und das in den Einrichtungen stationär zu machen, wo eine Tonne steht und wo sie jederzeit hingehen können und das reinpacken können. Ja? Also wir machen es auf unserer Tour, aber auch stationär. Ja, nö, cool. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich mache mal jetzt kurz hier. Darüber hinaus, vielleicht sage ich, wir machen ja auch noch hier, ich habe das auch heute angezogen, Berliner Straßencup, BSC. Das ist... Ah ja, das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Berlin, das ist ja der Witz. Ist mir gar nicht, ich bin so ein Holz. BSC. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber stimmt, macht natürlich Sinn. Das ist unser, da wollen wir Straßenfußball zelebrieren, also Bolzplatzfußball. Wir haben so viele Bolzplätze in Berlin. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich eine der Städte in, vielleicht, weiß ich nicht, wisst ihr das da draußen, Schwaben wissen, weltweit mit den meisten Bolzplätzen, würde ich sagen. Also wir haben allein in Neukölln, wo ich lange Zeit Projekte gemacht habe, in Nordneukölln, irgendwie 38, 40 Bolzplätze, ja, in Nordneukölln, 40 Bolzplätze, ob nun an Schule oder Straße oder wo auch immer, und das ist eine Menge Fußballpower, die da drauf ist, aber immer wenn ich da bin, siehst du, was für Trikots, nee, nicht Energie Cottbus, sondern PSG, Real, Barca, alles sowas, ja. So. Obwohl, hast du gestern das Foto gesehen, was ich gepostet habe? Ja, habe ich gesehen. Alle Hertha-Trikots, ja. Alle Kids. Ich kam auf diesen Platz in Spandau im Training und ich weiß, die haben das, glaube ich, wegen mir gemacht. So, jedenfalls muss ich erstmal so viele Hertha-Trikots haben. Ja. Ne? So, und komm da rauf und alle 20 oder 15, 10, 12, 15 Kinder, alle mit Hertha-Trikot. Was für ein Bild. Endlich Berlin mit Bolzplatz mit Hertha-Trikots. Ja, und so ist es so, wie man sich das wünscht. Und deswegen wollen wir Bolzplatzturniere machen, weil bei den Kids gibt es schon immer mehr, Herr Taner jetzt auch, aber viele, viele sind halt irgendwie PSG und so weiter und da müssen wir sie retten. Ja, ich habe genau, ich habe das Gefühl auch, muss ich sagen, dass, wenn ich jetzt mal so an meine Kindheit zurückdenke, gab es natürlich auch Personenkult. Ne? Ich hatte den dicken Ronaldo, Ronaldinho, Beckham, was weiß ich. An deine Kindheit vor 5 Jahren? Oder? Richtig, genau, als ich noch 15 war. wir hatten auch Personenkult und hatten natürlich auch diesen Kult, so Real Madrid und so weiter. Aber da war es schon noch mehr auch Clubkult in dem Sinne. Und ich habe schon die Tendenz gesehen, dass es jetzt wirklich nur noch so auf Einzelspieler geht. Weswegen ja auch sich diese teuren Clubs immer diese Einzelspieler holen, weil die wissen, dann kommt der Kult halt zu denen. Ja. Deswegen finde ich es richtig cool, wenn ihr das macht. Und Hertha hat ja an sich, wenn man jetzt mal so diese Jacke zum Beispiel anguckt oder so, wir haben ja noch nicht mal das Problem, dass wir sagen müssen, wir haben schlechte Merchandise-Artikel, wir haben schlechte Trikots. Hat sich sehr verbessert. Also, nee, aber auch Trikots, ne? Also da gibt es ja deutlich... ja, hatten wir aber auch schon einige Reihenfälle. Also, aber Hertha gibt sich da sehr viel Mühe und hat wirklich in den letzten Jahren auch im Merchandising wirklich aufgeholt. Die Jacke ist und die mittlerweile ja Präsidentenjacke hat ja Kultstatus. Safe. Die ist ja wirklich, ich habe auch noch eine ergattert. Meine Freunde von 1892 Hilft haben mir zum Geburtstag noch irgendwie eine, also erzähl, irgendwo hergeholt. Ich weiß nicht.
Und habe ich die Jacke auch bekommen. Genau, also auf den Bolzplätzen wollen wir, machen wir Fußballturniere, wollen, aber da komme ich eigentlich auch her. Ich arbeite ja in Steglitz beim Stadtteilzentrum Steglitz und mache dort Fußballprojekte. Und Fair Kick Besser heißen die. Da mache ich Trainings mit Kids auf den Plätzen, auch mit Fairplay-Regeln, aber auch nicht übertrieben mit Fairplay, weil Fußball muss immer Fußball bleiben, so. Ja. Und dann machen wir Turniere. Die Turniere in Berlin haben wir Norden, Süden, Osten, Westen gemacht und haben immer drei Bezirke pro Turnier in der Region eingeladen, 12 Mannschaften. Ganz herzlich, das gemacht, dein aber hat Michael das so P. komplett unterstützt. Also wirklich, das war von Hertha CSR, die CSR-Abteilung, jetzt ja. Heißen sie anders, aber da noch hießen sie noch CSR, also Theresa, Lisa, Luis, aber auch Event-Abteilung jetzt komme ich nicht drauf, Lea mein Namensgedächtnis gerade fällt mir nicht. Darfst du mal mit Namen nicht anfangen? So also alle, die da arbeitet haben, Eventabteilung, CSR, mit in den Meetings, auch bei den Turnieren, mit dem ganzen Programm da gewesen, ob nun Soccer-Anlage, mit Bandenanlage oder mit Herr Tinio und selbst, weißt du, Kai war gerade mal ein paar Tage gewählt und die erste Aktion, die er gemacht hat, er ist auf ein Straßenfußballturnier von uns gekommen. Cool. Und ist quasi hat das große Gruppenfoto mit den, weiß ich nicht, 80 Kids und Eltern und so weiter gemacht. Und da hast du wieder gemerkt, ich war ja von Anfang an absoluter Pro-Kai-Fan. Fan möchte ich nicht sagen. Ich muss vielleicht da auch ein bisschen früher anfangen. Kai hat uns unterstützt bei 1892 Hilft. Aber das war ja schon lange vor der... Genau, bevor er Präsident wurde. Oder bevor er sich beworben hat auch. Bevor er sich beworben hatte, also es war vor 2 Jahren oder was, waren wir bei Hertha, haben einen Bus gebraucht, haben Lager gebraucht und so. Und dann kam irgendwie der Kontakt zu Kai zustande, der Möglichkeiten hatte. Und wir haben einmal miteinander gesprochen, er hat sofort gesagt, ja, unterstütze ich, ist cool. Und dann haben wir uns getroffen, er hat uns da einen Schlüssel gegeben, Auto gegeben, was wir einmal die Woche nutzen dürfen für die Suppenbus-Tour oder wenn wir es brauchen. Und hat er uns unterstützt. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass er Präsident werden möchte, knapp bevor er mit dir das erste Interview, glaube ich, gemacht hat. War das erste, oder, was er gemacht hat? Also, Video-Interview, ja. Also, erste nicht geschriebene, niedergeschriebene. Okay, in der Zeitung war es vielleicht noch ein bisschen früher, aber ich glaube, und da hat er uns noch vorher gefragt, ob er da, ob er auf seiner Wir Hertaner-Seite schreiben darf, dass er uns unterstützt. Naja, na klar, er hat es ja gemacht, so schon. Ja, aber dass er fragt, so, weißt du? Und ich habe gemerkt von Anfang an, der ist Hertaner, das wissen wir alle von der Zeit, aber der ist einer der Guten, einer, der eine gute Seele hat, der nach vorne will. Wir haben ein paar Mal zusammen. Ich möchte nicht sagen, dass wir Freunde sind, so weiß nicht, was er im Auto hört, wenn er nach Hause fährt oder so, kann ich nicht sagen. Ja, so. Aber wenn wir telefonieren, wenn ich ihn anrufe, in der Regel erreiche ich ihn, außer wenn er gerade mal in Miami ist. Habe ich übrigens, fällt mir gerade selber ein, habe ich übrigens auch schon einmal mitbekommen, wo da irgendwas war, was du ihm kurz ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall mitteilen musstest, da war er gerade im Urlaub sogar und selbst da ist er rangegangen. Man hat nur im Hintergrund irgendwelche Musik gehört, wahrscheinlich vom Hotel oder so, und selbst da ist er rangegangen. Ja? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ja, wenn ich immer davon spreche, ich kriege viele Nachrichten am Tag. Und des Bildes. Er muss mich ja auch näher hier ans Mikro, ich komme nicht hinterher mit Nachrichten, ich will gar nicht wissen, was bei dem los ist, ja. Also das ist, ich glaube, das, was ich mitkriege, was der da gerade macht, auch auf der Geschäftsstelle zusammen mit dem Präsidium, mit Fabian Drescher, mit, Tim Kauermann und die alle da, ja, auch Annette, glaube ich, die machen da gerade echt gute Arbeit, glaube ich. Ich kann nur, sehe auch nur das, was wir alle hier so außerhalb sehen, aber wenn du das Video siehst, was da gestern online gegangen ist, wo er da durchs Stadion läuft und über das Derby redet. Alter, da kriegst du auch Gänsepelle, oder? Das ist doch einfach... Vor allem, es ist ja auch nicht so schwer, sowas, also natürlich ist ein kleiner Aufwand damit verbunden, aber es ist jetzt auch nicht so schwer, sowas zu machen. Muss natürlich auch jemand sein,
Du musst die Idee haben und du musst den Willen haben. Und du musst Kannst du dir vorstellen, dass da also nichts gegen Werner geht? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Habe ich lange nicht gesehen, sowas von ihm. Aber es ist eigentlich nichts Schweres. Aber du musst es machen. Also, wenn ich jetzt, also du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ich auch einer bin, der meckern kann. Ja, das werden wir ja nachher noch sehen. Bei Preetz war ich ja zumindest zum Schluss nicht mehr ganz so überzeugt, sagen wir mal so. Ja. Und bei ihm hatte ich immer das Gefühl, dem hast du irgendwie ein Tuch über den Kopf gezogen, die zur Presse mit Pressekonferenz immer gezwungen. Der sah immer aus, als wenn du ihn zwingst, da irgendwie auf der Presse kommt. Und das kannst du, du musst Hertha natürlich nicht so verkaufen, so nicht so repräsentieren und rüberbringen, sondern du musst Herthaner da haben, die das wollen, die da für Hertha, für die Stadt, für uns, also auch gar nicht für die Stadt, natürlich sind wir Berliner, aber erstmal für uns, so für uns Herthaner das machen. Ja? Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir zum Beispiel ein eigenes, kleineres Stadion brauchen. Ja, safe. Nee, ich muss hier nur, ich höre dir zu, ich checke hier nur nebenbei. Ich bin immer überrascht, echt wie multitaskingfähig man hier denn sein muss, da auch noch auf das alles einzugehen. Ja, ist manchmal schwieriger als gedacht. Ich muss hier nochmal kurz gucken, weil anscheinend auch gerade keine Moderatoren da sind. So, jetzt muss ich hier mal kurz, ich muss nur die Leute kurz, red ruhig weiter, ich höre dir weiter zu. Das kann ich gut. Also, was willst du denn hören? Naja, zum Beispiel, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, also Berliner Fußballcup, da kannst du ja noch mal kurz drüber Anfang, reden. Genau. Weil, was mich zum Beispiel interessieren würde, also ihr geht dann auf Bolzplätze, die es schon gibt. Und genau, in der Stadt. Also wir, das ist uns ja eigentlich das Wichtige, dass wir, ohne dass sich das nach einem Werbeding anhört, also wir wollen zum Beispiel kein Nike-Cup sein oder so, sondern wir könnten mit Nike zusammenarbeiten, darum geht es gar nicht, aber wir wollen nicht der Nike-Cup sein, sondern wir wollen der Berliner Straßen-Cup sein und wenn uns wer unterstützen möchte, gerne. Und dann möchten wir es da machen, wo die Jugendlichen sind, in den Jugendfreizeiteinrichtungen, auf den Bolzplätzen, in den Kiezen. Ja? Ja. Und da suchen wir uns dann möglichst die Partner auch aus von Jugendfreizeiteinrichtungen. Wir haben es in Moabit gemacht, wir haben es in Neukölln gemacht, Sternschnuppe, die ein Kinder-Clubhaus Sternschnuppe. Und die haben einen schönen Platz dort und dann hatten wir 12 Mannschaften da und die haben alle gespielt. Dann kam Herr Tinio vorbei. Das war für die Kids, ist das ein Highlight, ja. So, und dann haben die alle ein Berliner Straßencup-T-Shirt an von uns und freuen sich darüber und dann sagen mir die Betreuer, Tage später rufen sie an und sagen, die ziehen diese T-Shirts nicht mehr aus. Ja, so. Und laufen dann mit der Hertha fahren und Berliner Straßencup rum und freuen sich darüber. Die Gewinnerteams, immer das Gewinnerteam und des Bezirks und das fairste Team des Bezirks, qualifizieren sich für das Berliner Finale. Und das findet am Olympiastadion statt, oben auf dem Parkplatz. Also für die, die, ich weiß gar nicht mehr, war das gegen Hoffenheim oder gegen Gelsenkirchen? Jetzt die Saison? Die Saison, wo wir das Finale gemacht Freiburg, haben. Freiburg, oder? Du warst, glaube ich, Freiburg. War das Freiburg? Ja, da war ich da, das war aber am Sonntag. Und Freiburg, war genau. Freiburg, ja. Und da haben wir oben gespielt, auf dem Parkplatz, alles abgesperrt. Und 24 Mannschaften waren angemeldet. Ich glaube, 23 waren dann sogar da. Und haben wir oben gespielt. Und das Finale vom Berliner Straßencup haben wir dann in der Ostkurve unten gespielt. Vor Anpfiff des Spiels. Wir mussten da so ein paar Sachen von der DFL ich weiß, beachten. Es ist so anstrengend, was man da alles gar nicht, das hat man ja auch gar nicht auf dem Schirm, was du da alles beachten musst, wa? Also, komme ich nachher nochmal zu, was wir zum Beispiel bei Magic Moments beachten müssen. Also ich habe höchsten Respekt vor all denen, die da bei Hertha arbeiten und das alles irgendwie wissen müssen und so weiter. Jedenfalls mussten wir eine Viertelstunde, bevor die Spieler rauskommen, mussten wir mit unserem Finale fertig sein. Ja. Was natürlich, wenn das Stadion erst anderthalb Stunden vorher aufmacht. Kommen eine Dreiviertelstunde vorher raus. Also haben wir halt ein relativ schmales Zeitfenster. Ja. Das hieß, wir mussten sofort bei Stadionöffnung, die Zuschauer waren noch gar nicht rein, da war noch nicht der erste Zuschauer drin, mussten wir quasi schon anfangen. Mhm. Ja. Und das war ein bisschen traurig oder ein bisschen schade, weil mein Traum ist es, in der Halbzeit schön in der Ostkurve, wenn da Remi Demi ist, das zu machen. Ja. Aber auch wichtig, dass wir... Mal ganz kurz das Wasser geben? Ja klar, dass wir da die Fans
mitnehmen, die, auch die Ultras und alle, die da in der Kurve für die Stimmung zuständig sind, sorgen, dass wir die Akzeptanz von denen haben. Also sprich, dass wir mit dem FKO, wir sind extra zum FKO gefahren, die ja seit Jahren da tolle Arbeit machen und wo wir gefragt haben, ist das für euch okay? So, weil wir wollen, schlimm wäre es, wenn wir da hingehen und dann werden wir ausgebuht oder so. Ja? Ja, vor allem für die kleinen Jungs, sage ich mal. Ja, na klar. So, also ich müsste damit umgehen, denn ich würde es wahrscheinlich überleben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also wir haben dann das Finale da unten gespielt, die haben extra einen Court aufgebaut und so. Und in der Halbzeit des Spiels gab es dann die Siegerehrung. Und dann bin ich da mit den Kids von der Lessinghöhe aus Neukölln, die hatten gewonnen und dann noch so ganz kleine, die haben Fairplay-Preis gewonnen, aber nicht, weil sie süß und klein sind, sondern weil sie tatsächlich Punkte gesammelt haben. Wir haben so ein Fairplay-Punktesystem vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel. Und da kann man Punkte sammeln und die waren die fairste Mannschaft. Und deswegen haben sie den Fairplay-Pokal gewonnen. Und traditionell bei uns ist der Fairplay-Pokal genauso groß und gibt genau den gleichen Preis wie für den ersten Platz. Also weil du kannst nicht sagen, ey, Fairplay ist uns wichtig, aber der Pokal für den ersten ist immer riesengroß und für den Fairplay so klein. Jedenfalls haben wir die damit runtergenommen. Da mussten wir während des Spiels, das erste Tor, was ich verpasst habe gegen Freiburg, war doch ein Tor, ist ein Tor gefallen. Wir haben 1-0 geführt, glaube ich, oder? Und das ist kurz vor der Halbzeit, oder 5 Minuten oder so vor der Halbzeit gefallen. Irgendwie sowas war das. Jedenfalls das erste Tor, was ich seit 15 Jahren nicht gesehen habe, wo ich im Olympiastadion eigentlich war. Ja, so, aber ich musste dann, wurden wir von diesen Hertha-Leuten da abgeholt und außenrum durchs Stadion da und runter. Und da mussten wir unten warten, bis abgepfiffen ist. Dann durften wir rein. Und auch ich muss sagen, das ist was Besonderes, wenn du eine Halbzeit dann auf einmal unten bist und dann Fabian von Wachsmann ein Interview macht und hier Fabian Drescher, unser Schirmherr von dem Projekt, der das auch von Anfang an super unterstützt hat, der hat die Pokalübergabe gemacht. Und dann schiebt uns so Fabian von Wachsmann und sagt, und jetzt mit dem Mikro, jetzt geht ihr mal hier in die Ostkurve und schiebt uns so rüber. Und ich schon so, und mein Herz so, was passiert jetzt? Ja, so. Und dann habe ich die so rübergeschoben und gucke so rein in diese Masse, ja, und kriege mit, dass da jetzt viele gucken, aber nichts passiert. Und dann habe ich angefangen, einfach mal so die Hand nach oben zu machen und so über dem Kopf zu klatschen. Und auf einmal kam es so, also bei weitem nicht alle, aber ich würde mal sagen, so die Hälfte, zwei Drittel haben irgendwie reagiert und applaudiert. Und dann war es, das war Gänsepelle. So. Klar. Und da macht, auch wenn ich das organisiere und wir das für die Kids machen, gibt uns das auch was. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtige für uns alle, die wir Hertha-Fans sind, Herthaner sind, dass wir so unser Vereinsleben, unsere Vereinsseele streicheln, genau mit so Sachen. Und das sehe ich beim Suppenbus, wo auf einmal Leute zusammenkommen, die sonst vielleicht nie zusammengekommen wären, aber in dem Kontext auf einmal zusammen Leuten helfen. Und was uns verbindet, ist dieses Herthaner-Ding. Ja. Und wir quatschen dann im Bus auf einmal über, weiß ich noch, damals Ramos oder so. Ja, und, oder auch aktuelle Themen. Also es ist ja immer direkt eine Gemeinsamkeit da. Ja. Von völlig unterschiedlichsten Charakteren, wie du schon meintest, die sich gar nicht kennen würden. Und das ist ja dann, wie gesagt, nicht nur in dem Bus so, sondern es ist überall bei den Projekten, die ihr macht. Und das ist schon wirklich, also ich bin immer wieder begeistert, mit welchem Enthusiasmus ihr das alle betreibt. Deswegen, also wenn ihr mal wollt, bei sowas mitzumachen, könnt ihr euch da bewerben. Ja. Das sind auch Ausrufezeichen eingeben und dann 1892 hilft. Und dann kommt der Link. Also ihr könnt euch da gerne bewerben, wenn ihr da mal mithelfen wollt, wenn ihr sowieso spendet. Es gibt ja viele, die so eine jährliche Spende haben. Ich sag mal, dann könnt ihr das auch gerne zu euch machen. Ich sag mal, ich unterbreche dich, weil wir spenden, wir haben jetzt gerade ein bisschen Geld, Spenden sind immer gut, nett und danke, ja, aber wir haben ein bisschen Geld und vor allen Dingen unsere Partner, die uns das Essen geben, das ist so eine Firma aus dem Westhafen, die machen Schulessen eigentlich und 3000 Schulessen und da bleibt immer was liegen und da hat der Küchenchef gesagt, so, wir machen euch da Rumford. Und ich denke, gegoogelt, was ist Rumford? Was ist denn das so? Ja, ich habe nichts gefunden dazu. Und so. Die Köche unter euch wissen wahrscheinlich und lachen sich schon schlapp und kommen dann in den Freitag nach zweimal fragen, was ist denn Rumford? Alles, was rumliegt und fort muss. Und die haben immer was da rumliegt und fort muss. Also sprich, weil wenn die die Suppe fertig machen und dann machen die uns so einen 60-Liter-Topf, ja, kriegen wir umsonst, jede Woche. Ja. Ja. Jetzt der Vanya von so einem Bio-Supermarkt, mache jetzt mal keine Werbung,
in Kreuzberg, der hat uns zu Weihnachten angerufen. War das Weihnachten? Ja, zu Weihnachten. Also danach, drei Tage danach, der Laden hatte wieder offen und sagte, ey, wir haben hier 5 Gänse und Puten liegen, die könnt ihr für eure Suppe abholen. Ja, so, dann bin ich nach dem ersten Weihnachtsfeiertag da irgendwie hin, hol das ab, auf die Preise 110 Euro ein, so ein Klopper. Ja, so. Und das haben wir dann hingebracht, die verwerten das. Die Schrippen kriegen wir umsonst da in Friedrichshain von der Bäckerei, von Bramibals, da Donuts im KDW, ich glaube, die heißen Bramibals. Ja. Die sind, also ich bin alles andere als vegan. Ja, so, also bei mir muss so ein Burger fängt erst bei 3 Patties an. Ja, so, und dann kann man auch mal ein Salatblatt dazwischen schieben, aber dann. Fürs Gewissen. Genau. gesund gegessen. Ja. So, aber. Die sind schon krass. Genau, die sind vegan und ich hab da einen gegessen von und die sind wirklich einfach lecker. So, ja. Und die schenken uns da, haben es am angerufen, wollt ihr welche abholen, will ich mal hin, weil ich dachte, ey, KDW will uns was geben, gehst du auf jeden Fall mal hingucken. Ja. So, geh da rein und erst einmal irgendwie 80 Donuts, beim zweiten, dritten Mal irgendwie 200 und so. Ja. Und auf der Straße kommen die halt mega gut an. Ja. So, ja, wenn du denen 2 oder 3 Donuts sogar geben kannst. Darf ich auch einen Donut? So manche, ja, gerne, nimm dir auch, wir haben genug, nimm 2, nimm 3. Ja. Und da kriegen wir alles umsonst. Von daher brauchen wir gar nicht so viele Spenden. Was wir aber toll finden, ist Geldspenden zurzeit. Aber was wir toll finden, ist, wenn Leute mit anpacken. Oder wenn Leute. Und da geht es gar nicht nur darum, die Suppenbustour mitzufahren. Ich erzähle vielleicht, wie man sich da vielleicht noch anmelden kann. Ja, das kannst du mal auf jeden Fall gleich noch machen. Aber wichtiger ist, dass wir Grafikleute haben. Also wir haben übrigens einen, der uns jetzt hier die Schlafsackengel-Grafik macht, die aktuelle. Den haben wir über euch. Echt, ja? Über dich kam der. Ich glaube, Haxuna. Kennst du einen Haxuna? Habe ich schon mal gehört, ja. H-A-X-U. Habe ich schon mal gehört. Der war hier schon bei Twitch ein paar Mal im Chat. Ja, ja. Und der, mit dem habe ich vorhin auch telefoniert. Da machen wir gerade das Schlafsackengel-Logo fertig. Und so Leute brauchen wir, Unterstützung brauchen wir, die uns helfen bei, wie man Anmeldungen für Autos macht. Oder also wir kriegen demnächst, also das ist exklusiv, was du hier hörst. War ein Exklusivinterview hier. Wir werden demnächst unseren ersten eigenen Suppenbus haben. Also sprich, jetzt fahren wir ja den Wagen von Kai Bernstein, aber der braucht, oder die Firma Bernstein braucht den natürlich im eigenen Fuhrpark für das Business da. Und dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig, da zu fragen, wann ist der Wagen frei und so, wenn wir Spenden abholen und wie können wir das managen. Und wie und was da, wie das funktioniert, das erkläre ich ein anderes Mal. Aber wir haben jetzt von Toyota quasi einen Wagen für 2 Jahre, den kriegen wir demnächst. Und dann werden wir dazu bestimmt auch mal eine Aktion nochmal machen. Aber weil du es gerade meinst, braucht ihr jetzt da jemanden? So? Also da haben wir jetzt auch wieder über jemanden gefunden, dass wir die was ist denn das, ich glaube, die Allianz in Marzahn-Hellersdorf, die uns den Wagen, obwohl wir frisch sind, als Verein frisch sind, e.V., wir sind eingetragener e.V. mit... Letztes Jahr erst gegründet. Dieses Jahr... Nee, letztes, oder? Letztes Jahr, stimmt, ja, wir haben ja neues Jahr, letztes Jahr. Wir sind noch kein Jahr alt. Ja. Wir sind zwar 3 Jahre, eigentlich 2,5 Jahre, 3 Jahre jetzt am Start, aber wir haben alleine wegen Corona und so weiter über ein Jahr gebraucht, daraus einen Verein zu machen. Warum haben wir einen Verein gemacht? Wir wollten transparent mit den Spenden umgehen. Wir haben am Anfang bei Twitter aufgerufen und so weiter und haben dann über PayPal irgendwie 5.000, 8.000 Euro Spenden bekommen und das auf irgendeinem Privatkonto von uns. Ja. So, und das ist halt irgendwie dann auch blöd für den, der es hat, weil wie funktioniert das Steuerrecht? Bla, will ich gar nicht so tief rein. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir brauchen ein richtiges Konto, wir brauchen einen richtigen Verein. Und das haben wir jetzt alles. Transparenzregister, Antrag, machen wir alles jetzt fertig. Und dann gehen die Gelder, die Mitglieder, die bei uns eintreten, können dann wirklich alle sehen, wie wir wirklich was Vernünftiges damit machen. Und da hat uns jemand gesagt, dass wir das beim Versicherer da in Dings machen. Und das kam wieder auch über einen persönlichen Kontakt. Okay, cool. Und das ist der große Schatz. Genau, dass wir diese Kontakte, wie können wir was wo herkriegen, ohne viel Geld dafür zu bezahlen oder so. Ja. Ja. Nee, also dann auch gerne immer, also da kannst du mir auch gerne immer, hatte ich dir auch gesagt, da sind ja anscheinend dann auch alle immer sehr bereit, was ja cool ist,
gerne immer, es ist ja eine Menge an Menschen und einer kennt einen und einer kennt einen, immer gerne da informieren. Ja, alleine da, als du mitgefahren bist, die Tage danach, kamen ja auch Spenden über PayPal und übers Konto, glaube ich, weiß ich gar nicht, da müsste ich Johanna fragen. Aber kamen ja Spenden wieder rein und Leute haben sich gemeldet. Und der Haxuna zum Beispiel, aus Frankfurt kommt er, der ist gar kein Berliner, Exil-Hertaner. Aber wer hier wohnt und mitfahren will, ihr könnt natürlich auch mitfahren. Da einfach eine E-Mail an info@1892hilft.de senden, ganz kurz, wer ihr seid, was ihr machen wollt. Und keine Schulbewerbung, nicht irgendwie so lang, wir wollen ja selber auch gar nicht so lang da jetzt lesen, sondern einfach nur, damit man uns sich ein Bild machen kann. So, dann telefonieren wir einmal zusammen, weil wir wollen schon, ich mit dem oder derjenigen, und sprechen mal kurz über, wer du bist, wer ich bin, und wenn die Chemie dann stimmt, weil wir wollen schon so ein bisschen gucken, dass das auch eine Community ist, die nachher nicht irgend so eine Knalltüte dabei hat. Ja, die, ja. Ja, irgendwie. Man muss schon so ein bisschen einen sozialen, eine Empathie haben für Menschen. Wie geht man mit den Leuten um? Auch ein bisschen wie geht man mit den Sachen im Auto um? Eine gewisse Grundsauberkeit. Aber das ist nicht so schwer. Genau. Es hört sich jetzt schwerer an, als es am Ende ist. Aber müsst ihr natürlich gucken, mit wem ihr da mitnimmt. Genau, klar. Genau. Wir fangen auch dieses Jahr an mit, wer mehr als dreimal mitgefahren ist und länger mitfahren möchte, Gesundheitszeugnis, weil wir halt einfach mit offenen Lebensmitteln arbeiten, muss man sich holen. Aber das kriegt man auch kostenlos mit einem Schreiben von uns. Und genau, und dann kann man Berlin besser machen. Ja, also wenn ihr Lust habt, da zu unterstützen, wie gesagt, egal in welcher Form, können ja auch, das kann man auch nochmal kurz sagen, also die meisten werden ja das Video auch gesehen haben, es können ja auch zum Beispiel Sachspenden sein, wie du ja mal erzählt hast, das eine Beispiel mit den Konzertkarten oder so. Das war cool. Ja. Also da haben wir ich weiß gar nicht mehr wer, auch glaube ich Steven hat auch mal uns Karten gespendet. Steven Redetzky, der, und das finde ich so cool, wieder kurz, sorry, ich mache mal so ein bisschen Ausflüge rechts und links. Das ist man hier gewohnt. Das ist so cool, weil Steven jetzt auch in der Geschäftsstelle arbeitet, ist in der Mitgliederbetreuung, ja, und das ist ein Hertaner durch und durch, hat blau-weiße Stadion gemacht, hat Aktion Hertha-Kneipe gemacht und so. Und das sind alles, und so eine Menschen brauchen wir in dieser Hertha-Schaltzentrale, ja, so. Da kann ich auch mal was Cooles als Rückmeldung geben, weil gestern haben wir uns das Video angeguckt von Kai. Ne? Kommt gerne alle, die noch Möglichkeit haben, im Vorverkauf noch Karten abzurufen und so weiter. Nehmt Leute mit. Und dann haben ihm manche so, weil er ja auch sagte, ihr könnt auch jetzt die Mitgliedschaft machen und euch dann eben diese Karten besorgen. Ja. Und dann war natürlich direkt so, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, wie es die letzten Jahre immer war. Ja, wenn ich mir jetzt eine Mitgliedschaft mache, dann warte mal, bis das alles durch ist. Das kann 3-4 Wochen dauern manchmal bei Hertha. Also war es in der Vergangenheit. Und dann habe ich hier einen Kontakt von uns auch aus der Community, der im Shop am Europacenter arbeitet, gefragt, wie ist denn das jetzt so? Weil dann hatten viele gefragt, wenn ich mir jetzt eine Mitgliedschaft mache, geht das noch mit den Karten, dass ich mir die holen kann und so? Und bezogen auf den Steven, auch wenn ich ihn jetzt nicht persönlich kenne, der ist ja jetzt neu in diesem Bereich und der hat das neu eingeführt. Und dann sagte er nur zu mir, der da arbeitet, der hat das geschafft, was die letzten 5 Jahre keiner anscheinend bei Hertha geschafft hat, dass man rechtzeitig seine Zugangsdaten bekommt, damit man das kurzfristig machen kann. Also, weil wir hatten schon Angst, weil da waren dann auch so Kommentare bei YouTube, warum verspricht er das jetzt, es klappt doch gar nicht und so weiter. Ja. Weil es war ja auch immer so in der Vergangenheit, aber es gibt einige, die Probleme haben mit ihren ID und so, weil du gerade über ihn gesprochen hast. Also das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber super, wenn das so ist. Ich meine, es sind die ersten Feedbacks, die da reinkommen und genau darum geht es, dass wir das stetig verbessern, Stück für Stück und immer ein bisschen besser werden. So wie die Mannschaft wir immer ein bisschen besser machen müssen, müssen auch die Geschäftsstelle und die Mitarbeiter und so immer ein bisschen besser werden. Aber also wirklich, das kann ich echt behaupten, da geben sich so viele Leute auf der Geschäftsstelle so viel Mühe. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn du Relegationsspiel gegen Hamburg hast und da irgendwie dieses Kartenposse passiert und so, ist natürlich ärgerlich. Ja? So, aber genau deshalb ist es sinnvoll, dass wir Leute auf der Geschäftsstelle haben, die da für brennen, die da für ein Donato.
Donato ist, du kennst Donato auch. Habe ich noch nicht musst du kennenlernen. Oder telefoniert habe ich, glaube ich, mal mit ihm. Fanbetreuung, Mitgliederbetreuung und eigentlich so, glaube ich, der gute Freund aller Hertaner, die irgendwie da Kontakte suchen, oft über Donato, Stefano, damals Sandra, die ist jetzt auch gewechselt zu CSR, glaube ich. Und aber ganz, ganz groß, immer da, immer interessiert, immer weiterentwickeln. Ja? Dann auf den Auswärtsspielen natürlich im Stadion und gucken, dass es nicht so brennt und so weiter. Genau, aber wie kam er jetzt auf Steven? Auf Steven? Gute Frage. Vielleicht nutze ich das einfach mal, um zu sagen, Steven, ich weiß nicht, um die Uhrzeit guckst du vielleicht nicht mehr zu, weiß ich nicht. Aber vielleicht hörst du es ja, weiß ich nicht, gibt es das morgen irgendwie? Mach ich bei YouTube rein, auf jeden Fall. Vielleicht hörst du es ja morgen oder die nächsten Tage. Also Sonntag treffen wir uns ja. Dann gibt es den Clash zwischen 1892 Hilft und Friends. Wo übrigens, wir haben einen Neuzugang für unser Team bei wir machen Fußballspiel, ich rede in Rätseln, ich merke, ja, du musst sie mitnehmen. Fragezeichen. Fragezeichen, wir haben doch unseren Budenzauber quasi gemacht, schon einmal. Da haben wir ja gegeneinander gespielt. Ja. Und wer hat gewonnen? Da ist im Moment noch, glaube ich, beim Sportgericht, wegen einiger Schiedsrichterentscheidungen. Ja, okay, wir haben halt minderjährige Spieler eingesetzt vom Berliner Straßenkampf. Genau. Die Meister haben wir als Frischzellenkur eingesetzt und so. Das stimmt schon, aber ich habe immerhin auch ein Tor geschossen. Und du? Drei oder so? Ja, immerhin drei. Ich glaube, drei waren das, oder? Ja. Und ja, deswegen haben wir gesagt, du spielst bei uns ab diesem Spiel, oder? Ja, und das Geile ist, ich bin einfach auch noch ablösefrei. Siehst du, so der Bomber, der Neymar, du bist ja da durchgegangen und ich habe es ja auch noch kommen sehen, ich habe das Elend auf mich zukommen sehen und wusste, es zieht an mir beschwert vorbei. Und dann hast du das Ding reingenagelt, also wirklich, da hast du ja alle deine 100, mehr sage ich dazu nicht, Kilo Erfahrung eingesetzt. Ich wollte Erfahrung, so. Alle deine Erfahrung, aber du. Ja, habe ich alles eingesetzt, meine ganze, gesamte Erfahrung. Ja, nee, freue ich mich schon drauf. Also wir spielen und da spielen wir wieder gegen Steven und die sogenannten Hertha-Fans. Das ist ja der Fanclub. Und von Hertha Base, die Jungs kommen auch. Und genau, da haben wir jetzt sozusagen die Reihe 1892 kickt für den guten Zweck und machen Freundschaftsspiele, falls es da draußen noch von euch irgendwie Gruppen gibt. Also jetzt nicht einzelne Fans, so das machen wir nicht, sondern so, wir wollen gerne gegen United Colors of Hertha, JUCO, spielen. Ja. Wir wollen vielleicht gegen die Geschäftsstelle mal spielen. Wer bei uns regelmäßig jetzt hier so mitmacht, Touren fährt oder so wie du, eigentlich bist du ja auch so ein bisschen, hast uns ja für uns geworben, für uns in der Öffentlichkeit auch gezeigt und von daher, wir waren ja nie auf Twitch oder so. Ja, ja. So. Und da bist nicht nur deshalb, aber ein Freund geworden, ja, und bist natürlich bei uns dabei und wollen dann gegen andere spielen. Mal sehen, vielleicht im Sommer Bundestagsmannschaft oder so. Ja, vor allem, wenn ihr wirklich so Mannschaften habt, wo man dagegen spielen kann, also ist jetzt nicht, also es war jetzt, guck mal, du hattest die Idee, ich weiß gar nicht mehr, so wie du immer bist. Freitagabend um 20.30 Uhr, hallo, was machst du gerade? Ja, ich bin hier und hier, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Wollen wir ein Fußballturnier machen, noch im Dezember? Das war Anfang Dezember, wollen wir das nicht noch machen? Ja, ist ja nicht viel zu tun so im Dezember, aber haben wir natürlich, ja, man kriegt es hin, was ich damit sagen wollte. Also es geht. Wir haben dann ein Freundschaftsspiel daraus gemacht, also diese Idee mit dem Turnier steht immer noch, aber da wollen wir noch ein bisschen warten. Ich habe da ein paar Leute vom RBB angesprochen und vom Tagesspiegel und so, dass wir auch Teams aus den Redaktionen der Zeitung bei haben, weil ich dieses Gehate, dass immer so die Presse so schlecht über Hertha berichtet und so. Und wenn du mit den Leuten von der Presse mal sprichst, dann sagen sie dir, komischerweise sagen es die Unioner das Gleiche. Die sagen immer, ihr seid ja der Hertha-Haussender und so. So, und ich glaube, da ist Empathie ganz doll wichtig. Also auf der einen Seite, dass wir das Gefühl nicht mehr haben, was schreiben die über uns, aber auch, dass die Pressemenschen, ob Zeitung oder Fernsehen oder so, uns kennenlernen und uns nicht irgendwie als so Hertha ist der reichen Verein, so, weil ey, Auswärtssender. Ja, so, wir sind ganz normale Fans. Ich würde sagen, mit
die leidenfähigsten in der Bundesliga, also von den großen, von den Profiteams in den ersten zwei, drei Ligen. Wer hat denn irgendwie jetzt das Versprechen mit damals mit als Hoeneß dann kam und der schlafende Riese erwacht und ja, dann werden wir irgendwie ganz groß und dann hatten wir eine tolle Mannschaft und haben einmal Champions League gespielt und aber irgendwie wurde das Riesenversprechen nie eingelöst. So, und dann hatten wir kein Geld mehr und dann mussten wir irgendwie arm, aber sexy sein und so weiter. Aber immer war irgendwie so, wir müssen Berlin gefallen. Ich schweife gerade ab. Soll ich weitermachen? Nee, weiter. Wir müssen Berlin gefallen und müssen das Stadion vollkriegen. 75. Hertha ist ein Verein mit damals so 30, 35, ja, ja. 40.000, jetzt 44.000. Aber ja, so und... wir mussten Berlin immer irgendwie gefallen müssen, so, damit wir das Stadion vollkriegen, damit Berlin halt ein großer, damit Hertha halt ein großer Club ist, so, ja. Und, aber ich glaube erstmal, wir müssen uns selber gefallen, uns Herthanern und unsere Vereinskultur pflegen. Wir sind ein normaler Club aus dem Wedding, man, ey, wenn du dir anguckst, was wir eigentlich, obwohl wir das Stadion nicht vollkriegen, so, ja, kriegen das Stadion nicht voll und so, ja, haben aber irgendwie, weiß ich nicht, den 20 höchsten Zuschauerschnitt in Europa. Mhm. Und Top 20. Habe ich jetzt auch wieder gesehen. Ja, so. Also, what the heck wird da gemeckert? So, ja, so. Und das ist gar keine Frage. Man unterschätzt das auch vollkommen, muss man sagen. Natürlich auch aufgrund der sportlichen Leistung, muss man sagen. Aber man unterschätzt das auch vollkommen. Egal, wo man, gerade sagen wir mal, wenn wir jetzt hier so im Bereich, muss man ja mal so sagen, wenn ich im Bereich bei mir hier, wo ich so wohne, Charlottenburg rumlaufe oder auch Steglitz oder so und ich habe diese Hertha-Jacke an, die ich mir geholt habe, diese Stadionjacke. Was meinst du, wie oft Leute kommen, die einfach sagen, ey, Hertha, geil und so weiter, ja. Auhe oder so. Es ist wirklich völlig, es gibt unfassbar viele Hertha-Fans und Sympathisanten. Es gibt sie, aber machen wir uns nichts vor. Wir sind in Berlin und da gibt es, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Alle Kinder sind Fans von irgendwie den und den Verein. Viele bringen ihre Vereine mit. Also meine guten Freunde sind Fans von Galatasaray, weil sie aus der Türkei die Eltern stammen oder so, wie auch immer, und bringen ihre Vereine mit. So, ja. Und wie viele wirkliche gebürtige Berliner haben wir? 300.000, 500.000? Also so, das ist schwierig, kann man so nicht sagen. Aber was ist wirklich Zielgruppe für Hertha? Also das sind nicht die 3,5 oder 4 Millionen, sondern das ist so 500.000, die man vielleicht kriegen könnte, Herthaner zu werden. Und also tun aber, das ist in Rom übrigens ähnlich. Rom hat die gleichen Probleme mit dem Olympiastadion, mit den Fans. Da müssen wir gucken, dass wir, und das ist, glaube ich, der Erfolg, den hier, die, wie heißen die da? Die Roten aus Köpenick. Weiß ich nicht mehr. Dass die haben, ja. Die scheißen drauf, die machen ihr Ding. Da sind zwei, drei super Leute im Verein am Ruder, ja. Machen da ihre Werbekampagne. Also ich finde da, auch wenn ich mir damit jetzt öffentlich vielleicht nicht viele Freunde mache, aber die sind so die andere Seite der Werbeskala von Red Bull Leipzig, weißt du? So, die einen Red Bull machen halt so Brause-Imperium und Marketing und die machen ihr Marketing so mit... Das Gegenteil eigentlich, ne? Genau, mit Fußballkultur und wir hören immer dreimal hin, wenn unsere Ultras was sagen. Ja? Aber letztlich, weißt du, rennen die Ultras in einem Adidas-Werbespot durch die Gegend und zurück zu uns selber. Ich denke, wir müssen uns gefallen. Und das ist der Kern. Ja? Und da haben wir endlich eine Chance mit Kai und dem Ganzen, wie der Verein jetzt aufgebaut wird. Die machen ganz viel in einer wie nennt sich das? Geschäftsstelle, wo viele Posten wechseln, straffer gemacht wird und dann sonst ein Steven eingestellt wird, ein Colin in den Verein kommt und dort neuralgische Punkte übernehmen und dann läuft es, wie du vorhin gesagt hast, auch einmal besser. Ja. Ja, es war auf jeden Fall eine Entwicklung, der man jetzt auf jeden Fall positiv entgegensehen kann. Ist ja auch erst ganz am Anfang, muss man sagen. Also so schnell geht ja sowas auch nicht. Und jetzt muss die Mannschaft hinterher. Richtig, jetzt muss die Mannschaft hinterher. Boah, wie spät haben wir das eigentlich? Ist noch, wir haben noch genug Zeit. Anderthalb Stunden. Genug Zeit. Ist auch geil, einfach am Mittwoch um 23.30 Uhr. Aber es sind 167 Leute online. Na, vielleicht machen wir noch FIFA an und sie gucken uns bei FIFA zu. Genau. Ich muss mich zwischendurch bedanken, bevor ich es noch vergesse. Das darf natürlich nicht zu kurz kommen. Danke an Mastu Wasli für 300 Bits, Namentier, Edelmänner und Frauen.
Und an der Klose 999, das ist ja so ein Ding auch, was ich nie gecheckt habe, was mir erst beigebracht wurde, was dieses 999 immer bedeuten soll. Was ist denn? 3-9. Das ist das Gegenteil von 3-6, also alles positiv zu sehen, weil 3-6 ist ja irgendwie die Zahl des Teufels und 3-9 ist zwar quasi alles. Also umgedrehtes. Umgedreht, ja. Alles super. Okay. Auf jeden Fall schreibt er super Aktion und danke für dein Prime-Abo im dritten Monat und auch danke an Blackyard für 100 Bits. Grüße von Hertha-Fan aus Baden-Württemberg. Grüße. Ey, es gibt übelst viele bei uns, die. Also erstmal gibt's, ist mir aufgefallen, übelst viele Exil-Hertaner. Bei uns in der Community hier, also von wirklich jetzt Philippinen, USA, auch gerade wieder einer, der da im Trainingslager ist, weil er da in Florida lebt. Also unfassbar viele Bereiche, die die abdecken, aber auch sehr viele, muss ich sagen, die irgendwie in Baden-Württemberg am Start sind. Wenn du um 1 Uhr nachts hier noch streamst, ist ja klar, dass... Perfekt für Philippinen. Es war sogar einmal so krass, einmal waren hier 2 Leute aus den Philippinen. Ich sage, ich bin auch aus den Philippinen, wo kommst du denn her? Das ist richtig geil. Also... ja, da geht auf jeden Fall. Ich bin ganz schön rot, wa? Was? Oder sehe ich mich nur selber gerade? Nee, das ist das Licht natürlich. Du bist ganz normal gebräunt. Ja, nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Dann können wir zum Sportlichen von Hertha mal kommen. Ja, genau. Nee, ich wollte sagen, ihr könnt, wie gesagt, alle Infos, die ihr finden wollt, auf... jetzt hier finden auf der Website von 1892hilft.de oder ihr gebt einfach ein Ausrufezeichen 1892hilft, alles zusammengeschrieben im Chat und dann könnt ihr auf die Webseite klicken und da findet ihr alle Infos. Ansonsten seid ihr ja auch super aktiv auf den sozialen Plattformen, bei Twitter findet ihr findet man ja euch, bei Instagram findet man euch. Genau, wir sind Social Media mit, ja. Außer TikTok. Wir haben jetzt gedacht, ach, TikTok. Wir wollen übrigens, Tilly, sag auch mal kurz Hallo. Tilly ist auch Hertha-Fan. Bei TikTok passt einfach nicht mit dem Thema mit Obdachlosen. Nee, ach, bitte nicht. Straßentanz oder so. Nee. Lass mal. Genau, also, aber ansonsten im Web, das, was du alles gerade aufgezählt hast, sind wir zu finden. Unsere Telefonnummer steht auch da. Wer Interesse hat, kann auch einfach anrufen und man kann auch einfach mal einmal so mitfahren und sich das angucken. Und das Schöne bei uns ist, du hast den Kalender dann, du bekommst... Ich muss ein bisschen heran hier. Ja, Entschuldigung. Hast den Kalender bei uns, wenn wir telefoniert haben und ihr dabei mitmachen wollt, dann kriegt ihr Zugänge zu Chatgruppen, bei Signal, glaube ich, war das. Und dann kriegt ihr eine App, Kalender, und da könnt ihr euch selber eintragen für die Slots, die euch gefallen. Also bei uns gibt es nicht, man muss monatlich mitfahren oder so oder so. Man kann 3 Monate nicht, kann man 3 Monate nicht. Aber dann immer eine Woche vor Monatsende trägt man sich für den nächsten Monat ein. Dann sind ein paar Slots frei, trägt man sich ein und fährt man mit. Also, ich habe es ja auch so gemacht. Ich habe es nicht mal mit dir besprochen. Das klappt genau. Super. Flexibel, also. Einfach so planbar. Und in der Regel haben wir in der Woche die alle Slots voll für die Touren. Ja? Ja. Und das geht ziemlich easy schnell. Ja, nee, ist wirklich super. Kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Und ich sage das immer nur, man redet ja immer so aus der eigenen Perspektive, da hat ja jeder eine andere, aber meine Perspektive war halt immer, ich hatte immer einen gewissen Betrag generell, jetzt nicht auf Hertha bezogen, sondern generell, den ich gespendet habe im Jahr. Dankeschön. Nee, generell meine ich jetzt. Ja. Und aber war immer unzufrieden damit, weil ich nie so wusste, was ist jetzt die Transparenz so da, wo geht es hin, wie viel kommt da wirklich an, wie viel fließt in den Apparat und so weiter. Und deswegen fand ich aus meiner Position es einfach so interessant, weil ich ja selber persönlich bei euch miterlebt habe, wie das umgesetzt wird. Und deswegen muss jetzt, wie gesagt, keine finanzielle Spende sein, kann in jeglicher Form sein, aber deswegen fand ich das einfach so interessant. Ja, du hattest ja dann gespendet, 189,20 € waren das, habe ich gesehen. Genau, ich muss übrigens noch, fällt mir gerade noch ein, ich wollte ja noch die YouTube-Erlöse, das ist jetzt nicht, aber das wollte ich auch noch machen. Dankeschön, und deswegen habe ich vorhin Danke gesagt, weil ich das ja gesehen habe damals und mitgekriegt habe. Ja, nee, aber das ist wirklich einfach nur eine Sache, das heißt jetzt nicht, dass ihr das machen müsst, aber wenn Leute sowieso irgendwo was hindingsen und sich genauso fühlen wie ich, meine ich einfach nur, wo man immer so sagt, na, ich mach's jetzt, weil ich will ja was machen, aber irgendwie fühle ich, also ich habe mich irgendwie trotzdem irgendwie nicht so richtig gut gefühlt, weil ich immer nicht wusste, ich brauche jetzt keine Namen nennen, aber ich habe dann zu gewissen Sachen immer gespendet und dann wurde ich immer überhäuft mit Werbung, wo ich mir auch so dachte, ey, der ganze Apparat, so ich will gar nicht wissen, was dieser ganze Apparat hier kostet, wenn die das an alle verschicken, die da mal 1 Cent hingespendet haben, so ungefähr. Deswegen fand ich das ja, das ist cool. Das ist ein bisschen schwierig, also ich sehe ja auch den,
und die ganzen Träger auf dem Markt in Berlin und dann macht die Bahnhofsmission nicht mehr auf und so weiter. Aber da ist uns auch wichtig, dass wir uns als, wir kriegen das ja mit, wir hatten eine blaue Weste an, sind da Suppenbus-Tour gefahren, dann kamen die zu uns und an Bahnhofsmission am Zoo und fragen uns, ja, wann machten ihr wieder auf? Wir hatten halt blaue Weste an, wie die Stadtmission, ja. Also sonst immer, ja, und deswegen haben die uns für die gehalten und ich habe gedacht, die machen zu. Und dann meine ich, hey, warum zu? Und dann bin ich mit denen rübergegangen, habe ich gesehen, alle Rollläden runter, alles zu am Bahnhof. Darüber habe ich mich dann ein bisschen bei Twitter aufgeregt und ein, zwei Tweets losgelassen. Manchmal, also die waren, denke ich, hoffentlich okay. Manchmal bin ich auch vielleicht ein bisschen drüber, aber hey, bin Berliner. Ich beleidige keinen persönlich oder so, aber ich habe meine Meinung zu manchen Sachen und ich finde, dass die Berliner Bahnhofsmission, also Bahnhof Zoo, Bahnhofsmission ist, glaube ich, spätestens seit Christiane F. und so weiter weltbekannt irgendwie. Safe. Ja? Die Dinger, die muss offen haben. So, ja? Die haben ihre, wie heißt das, da war eine paar Polizeistation drin, die haben sie umgebaut zu einem Sanitärzentrum, ja? Wo die sich duschen können. Dinger zu. Die müssen, meiner Meinung nach muss das Ding von 8 bis 22 Uhr offen haben. Ja? Und dann heißt es, sie haben halt zu wenig ehrenamtliche Kräfte und so weiter. Und ich sehe mich so ein bisschen als, also hochtrabend hört sich das an, aber schon so Interessensvertreter von den Leuten auf der Straße, die sich dann vielleicht nicht wissen, wo sie sich hinwenden müssen, um sowas mal anzuprangern. Interessanterweise einmal getwittert, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber nächsten Tag hat der RBB darüber einen Bericht gemacht und dann stand die Pressesprecherin in einer, ich habe auch RBB markiert und Katja Kipping und so weiter und am nächsten Tag war ein Bericht und dann haben sie gesagt, dass sie zu wenig Ehrenamtliche haben. Ich möchte jetzt nicht in diesem Thema weitermachen, weiter groß reinwühlen, weil die machen schon gute Arbeit, die Stadtmission und so weiter. Ich denke aber, sie verdienen auch eine ganze Menge Geld und mit verschiedenen Projekten. Das ist ja das, was ich meine. Sie müssten eigentlich sehen, dass sie so eine Projekte wie die Bahnhofsmission auf jeden Fall aufmachen und nicht davon abhängig machen, dass da nur Ehrenamtliche, wenn da die Ehrenamtlichen da sind, machen es zu. So, ja. Das kann nicht sein. Ja, ja. So. Genau, ja. Nee, das meine ich ja. Und deswegen finde ich absolut toll und es ist auch interessant, euch zu folgen, muss man sagen. Ich habe euch ja über Instagram entdeckt, glaube ich. Es war, glaube ich, Instagram, ja. Ich habe euch ja über Instagram entdeckt. Weil ich habe dich ja überall geblockt gehabt. Ja, genau. Ich wurde ja von ihm überall geblockt wegen meiner wilden Transfergerüchte. Ja, wisst ihr noch, da gab es, wie hießen Siebert und so weiter. Und, Hannes Siebert. Ich habe so einen Blockfinger, ganz schnell block ich. Und als ich dann irgendwie, ja, er hat der sich kommt, nicht mal durchgelesen, was ich da geschrieben habe. Einfach nur. Ja, also ich habe gesehen, okay, da gibt es jetzt irgendwelche komischen, wilden Gerüchte oder so. Habe aber gar nicht weiter geguckt, sondern einfach zack, block. Dann schrieb er mich mal irgendwie über WhatsApp an und so, wir haben uns getroffen und gequatscht und so und dann sagt er mir, ja, zeig mal hier und ich mach das Handy auf und wir wollen gucken und dann steht da geblockt. Nee, das war anders, wir waren bei Hertha gegen TB. Ja. Und du wolltest sagen, wie heißt denn du bei Twitter? Und dann sage ich so meinen Namen und sage, finde ich nicht und so weiter. Dann sage ich, ich suche dich mal. Und ich wollte dich suchen. Und weil ich ja Twitter nicht so nutze wie Instagram, also nicht so akribisch. Und dann habe ich dich nicht gefunden und dann hast du mich eingegeben und dann stand da auf einmal, dieser Nutzer ist gesperrt. Ich sagte, sag mal, was ist das denn? Da bin ich schnell dabei, also, dass ich Leute, die mir, die Lebenszeit zu kurz. Also man kann sich auch vertragen, auch wenn man jemanden geblockt hat, als Quintessenz. Ich finde super, dass wir danach in Kontakt gekommen sind und wer weiß, ob dieser Siebert oder wie hieß der und der andere hieß irgendwie Linio irgendwas. Berlinio hieß der so, genau. Ja, es gab so viele, keine Ahnung. Und die haben, aber zwei, drei waren so, die da irgendwie so einen auf ich weiß mega, alles. Mega Transfer, ich weiß alles, Wisser gemacht haben. Und die habe ich sofort weggeblockt. Und auch die Leute, die sich daran dann beteiligen, ob der Schuka von der und der Mannschaft jetzt nach Berlin kommt oder so. Ich gucke, was da kommt. Also ich fand, vorne habe ich ein bisschen reingeguckt, Transfer Update oder wie nennt man das? Ja, die Show. Die Show, da kannst du ja konkret, das geht ja wirklich so ein bisschen konkreter um Sachen, ja, so und nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe das gehört.
Genau, aus guten Quellen habe ich, ja. Aus Vertrau mir, Bruder, Quelle. Quelle, vertrau mir, Bruder. Vertrauenswürdigen Quellen haben wir heute erfahren, ja, so. Ja. Also ich habe, ich liebe das, ja, ne, und du kannst dir so vorstellen, egal wie klein das Gerücht ist, mein Postfach ist voll, was sagst du dazu und so weiter. Ich gucke mir das auch immer alles an. Hast du die Zeit dafür, wirklich? Ja, ich liebe das. Es ist das, was ich am meisten liebe. Ich habe keine Ahnung, warum, aber Transfergerüchte liebe ich. Und ich mache ja dann auch immer so in meinen Videos, muss man ja abwägen. Ich habe ja dann auch so Clickbait-Titel teilweise, wechselt er zu uns und dann sage ich natürlich meine Meinung und sage, ich halte es für absolut unwahrscheinlich, wenn ich es für unwahrscheinlich halte. Aber es gibt natürlich auch Gerüchte, zum Beispiel Sky würde ich noch nicht mal so hochwerten, aber zum Beispiel der Kicker, wenn der ist gut, oder? Wenn der was wenn die, berichtet, ja. Also da ist es sehr, sehr selten der Fall, dass dann da nichts dran ist. Ich habe den Stefan Rohr noch nicht kennengelernt, aber der ist ja schon irgendwie seit, keine Ahnung, wenn ich glaube ich zum Fußball gehe, ist der schon ja. Da. Ja, und ich glaube, dass der einer der Guten im Journalismus ist. Ey, komm, diese Berichte muss man auch mal sagen, bei mir ist ja alles reißerisch und man muss ja auch sagen, auch aus einer Fansicht, ja, aber ich finde die Berichte, die er auch schreibt, den kann man selten im Vergleich zu gewissen anderen Seiten vorwerfen, dass sie, sag ich mal, reißerisch sind. Sie sind sehr emotionslos eigentlich und sehr berichtend. Na, fachlich. Fachlich, genau. Ja. Sie gehen auf das Thema ein und müssen nicht irgendwie jeden Tag eine Zeitung verkaufen. Genau. Und nicht irgendwie im Internet noch Klicks generieren und so weiter. Von daher, wobei ich diese Nachrichten dann natürlich aus dem Boulevard durchaus auch verfolge. Ist nicht so, dass ich es nicht verfolge oder jetzt irgendwie so lese, aber eigentlich gucke ich dann immer, wann wird unterschrieben und wann ist es fix. So, ja. Und da hoffe ich, dass wir, was glaubst du bei Hertha jetzt, würde ich mal fragen, Stürmer verkauft, ich weiß nicht, kann man Selke Stürmer nennen? Ich weiß nicht, was seine Bezeichnung ist. Ist das Schlimme ist, Berufsbezeichnung dass ist. Das Schlimme ist, dass ich dem in Köln da durchaus zutraue, dass er da vielleicht noch einschlägt. Das traue ich ihm an. Aber bei Hertha hat er den Namen Stürmer nur höchstens in der ersten Saison verdient und danach war es für mich irgendwie. Also bei aller Liebe, auch an alle, ich kenne ja hier sehr, sehr viele Selke-Fans, die dann da runtergeschrieben haben unter seinem Abschiedsvideo. Tut mir leid. Nee, also sorry, ich bin ja bekannt als, ich werde ja schon verschrien als Selke, absoluter Selke-Hater. Nee, schön verabschieden kann man ja. Das ist ja wirklich. Nee, gut. Ich meine jetzt nur, aber ich brauche jetzt nicht darunter schreiben, ich vermisse dich jetzt schon oder keine Ahnung was. Genau. Was soll ich denn da jetzt vermissen? Das eine Tor in der Hinrunde? Oder ist ähnlich, ja, oder das letzte Saison gegen Meppen, wo er da irgendwie einen auf macht, ja. Gegen Meppen geschossen. Wir haben, ich war in Meppen, fahr da hin, weit dadurch und dann stehst du da in Meppen im Gästeblock, weißt du, denkst dir, okay, Hertha BSC gegen Meppen. 1-0. Und dann kurz vor Schluss 1-0. Ein Katastrophenkick. Katastrophenkick. Ja. Und hab gesehen, weiß nicht, aber war so die ganze Dardai-Zeit und die ganze Darida wird aufgeführt. Da wusstest du sofort, Darida auf die 10, ganze Spiel ist schon geknickt. Kannst oder Flügel teilweise ja auch gerne. Ja, aber Darida ist alle bloß kein Spielmacher und so weiter. Also, Stürmer. Ganz kurz, Stürmer. Ich hatte vorhin einer reingeschrieben, morgen in der, du kannst ja immer vorher schon abrufen, die Printausgabe von Montag, morgen ist Donnerstag, Printausgabe von Montag und Donnerstag, das kannst du ja im E-Magazin dir schon runterladen, hatte gerade einer geschrieben, dass laut Kicker jetzt drüber nachgedacht wird, Niederlechner im Winter noch zu holen. Können wir gleich mal drüber sprechen, gibt es auch noch ein anderes, was der Kicker da reinschreibt morgen. Also dann hat es schon immer Hand und Fuß, aber ich persönlich, kannst du ja mal deine Meinung zu sagen, ich würde gar keinen Stürmer im Winter verpflichten, was natürlich risikobehaftet ist, auf jeden Fall. Aber wir müssen uns mal andersrum überlegen, welche Lücke hat denn Selke hinterlassen jetzt, ernsthaft gefragt. Ne? Mhm. Es ist für mich aus meiner Sicht nur risikoreich, weil ein Gangkamp, wenn er spielen kann, wäre er für mich ja wie ein Neuzugang, was wir auch gesagt haben. Das wissen wir halt nicht. Jovetic, hast du ja vorhin hier, als er angekam, als wir telefoniert haben, ich weiß gar nicht mehr. Nee, hier war es auch gesagt, kannst du halt nicht drauf setzen, dass er spielen kann. Wenn, wäre er natürlich auch ein Top-Spieler. Ja. Und ein Konga, wo ich immer noch dran glaube, dass es was werden kann, wissen wir auch noch nicht. Also es sind viele Fragezeichen, aber wir haben auch dahinter noch einen Scherer, wir hätten noch einen Luke Bakio. Also warum soll ich denn jetzt noch unbedingt auf Teufel komm raus wieder Geld ausgeben, ist meine Meinung. Ich würde es eigentlich nicht machen. Was sagst du? Also, das erstmal, das Beste ist, das wirklich, und tut mir leid da draußen, Selke-Fans, aber das Beste, was Hertha passieren kann, ist, dass Selke weg ist. Weil das endlich, ich habe
haben wir auch ein paar Mal drüber geredet, ich habe eine Stammplatzgarantie bei Selke vermutet. Ja. Dachte, der hat vielleicht so für mindestens 15 Minuten pro Spiel muss er eingesetzt werden, weil mit Leistung hat das nicht gezeigt. Und dann hast du einen Scherhand, der Potenzial hat. Hast einen Nanka, okay, war verletzt, aber du hattest auch in den Jahren davor immer so irgendwie gute junge Spieler, dieser Kirsitz, oder wie ist dieser, der nach Uerdingen, glaube ich, dann gegangen ist. Ich weiß, wen du meinst. Der soll Everton dran gewesen sein und so weiter, ja, als er jung war. Irgendwas mit M mit Vornamen. Ich weiß aber, wen du meinst. Schreibt bestimmt gleich rein. Und die hatten Kiprit. Potenzial. Kiprit, ja, genau. Und die hatten Potenzial. Die musst du aber dann auch spielen lassen und so weiter, ja. Aber wenn dann ein Selke davor steht so und der spielt immer, obwohl er gar keine Leistung bringt, spielt er, ja, so. Ich meine, nur weil er dann irgendwie extra rennt, ich meine, der muss beim Rennen seine Knochen sortieren, so, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das ist gut, dass er weg ist und jetzt der Platz da ist, um dass so andere Spieler da reinkommen können. Niederlechner, den Einkauf an sich finde ich gut. Ich finde auch Rehse oder ja. Riese, keine Ahnung. Keiner weiß, wie man Rehse, finde ich, das sind so Einkäufe, die andere Vereine in Berlin, Bundesliga-Vereine in Berlin vielleicht machen und die dann da einschlagen und so weiter. Und das ist aber auch sinnvoll. Nicht Millionen kaufen, Spieler kaufen und so, und dann, sondern Spieler, die Potenzial haben, hier sich nochmal durchzusetzen. Bobic muss wissen, ob wie er diesen Kader einschätzt. Ich glaube, dass es schon gut ist, so einen Spieler nochmal zu haben. Wir spielen leider gegen den Abstieg, müssen gucken, dass wir... Also er wird sich nachher nicht vorwerfen lassen wollen, dass er in der Winterpause nichts gemacht hat und im Gegenteil noch Selke abgegeben hat. Und dann heißt es, ja, hatten ja keinen Sturm und deswegen ist er abgestiegen. Deswegen, er wird... Und ich habe vor einer Woche oder so bei Twitter geschrieben, also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir in der Winterpause entweder Rehse oder, Niederlechner, einen von beiden werden wir holen, da bin ich mir sicher. Ja, schauen wir mal. Also ich bin immer so, gerade weil wir jetzt ja, was ich ja richtig gut finde, dass wir das so entschlacken, der ist ja mega breit, wenn du mal alle Leihspieler dazu rechnest, die wir haben, ist ja ein unfassbar großer Kader. Ich finde immer, wenn du mit einem Stürmer spielst, was ja anscheinend das System ist, was sich jetzt etabliert hat, dann brauche ich nicht für jede Eventualität noch einen Extraspieler. Aber klar, es kann. Das Problem ist, wir haben halt viele Eventualitäten schon da, durch Jovetic und durch Gangkamp und durch Konga, weil du kannst ja nicht zwangsläufig davon ausgehen. Wir wünschen uns das alle. Und ich vertraue auch drauf, ja, dass er... Drei Tore gemacht oder zwei was? Zwei erst, letzte, aber es war halt auch irgendwie... Ja, es war nicht gut, die Hinrunde, sagen wir mal so. Aber es kann manchmal dauern bei einem Stürmer, bis er ankommt. Und ich traue ihm das auch weiterhin zu. Aber es sind halt wirklich mega viele Eventualitäten. Und wenn du dann deswegen absteigst, dann wird natürlich... Wer wird dann angeprangert? Natürlich wird der Manager dann... Genau, wobei ich glaube, dass... Obwohl, heute hat man ja gehört, Rudi Völler... Habe ich auch das erste Mal gesehen. Ist für die Nationalmannschaft auf einmal Thema, weil... Ich habe eigentlich nicht so gedacht, dass der, ich dachte, Bobic, warten wir mal noch ab, wie es sich entwickelt, ja. Aber dass der zur Nationalmannschaft geht, dass er die Chance, wenn er die Chance bekommt, dass er sie auch nutzt. Und ich bin kein Bobic-Kritiker oder Gegner, aber es wäre auch nicht schlimm, weil so einen ganz großen Durchbruch hat er noch nicht geschafft. Und ich glaube weiterhin daran mit Kai und den Leuten jetzt im Präsidium und so weiter, dass wir auch da eine gute Lösung finden werden. Vielleicht nicht so große Lösung wie Bobic. Aber auch da wieder der Blick rüber, der Runert macht einen super Job, ja. Den hat vorher auch keiner auf dem Zettel gehabt. Und genau so eine Leute brauchst du, wenn du wirklich erfolgreich eine Mannschaft aufbauen willst. Ja? Also Kanga, denke ich, ist vielleicht auch gar nicht dieser Stoßstürmer, den viele in ihm sehen. Ja? Sondern eher so ein Spieler, der das festmachen soll. Ganz am Anfang habe ich der Saison auch noch gelesen, er hat Schwarz gesagt, wir haben ihn gar nicht, um die Tore zu machen oder so. Ja? Sondern vielleicht wollte er ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, ja. Dass er nicht so gleich Tore schießen muss. Aber es geht eher darum, dass er die Bälle festmacht vorne und die Defensive entlastet. Ja? Und dann brauchst du jemanden, der die Tore noch macht. So.
Dann hast du einen Jovetic, hat man ja gerade geredet, der vielleicht nicht fit ist, wo du nicht weißt, wie lange. Dann hast du einen Nankam, wo du auch nicht weißt, wie lange. Dann hast du einen Scherhand, Blut. Weißt du auch nicht? Ja, Fitness weiß ich gar nicht, aber. Nee, Fitness ist da, aber du weißt nicht, ob er performen kann in der Bundesliga. Genau. So, und also da musst du eigentlich noch irgendwie einen holen, um irgendjemanden, der mit 32, glaube ich, ist der Niederlechner, jetzt auch Richtung Ende seiner Karriere. Vielleicht ist ihm auch gesagt worden, ey, du bist im Wettbewerb mit diesen beiden Jungen und du kriegst hier ein gutes Gehalt, aber falls hier einer der Jungs sich da durchsetzt, darfst du hier nicht Stress machen. Also aber ist er auch nicht der Typ für. Und dass sich das dann so entwickelt in einem guten Wettbewerbsmodus. Ja? Und das musst du halt in den Kader reinkriegen. Genau diesen Wettbewerb, um die Plätze zu... Darida und so, die haben immer gespielt. So. Keine Ahnung, aber weißt du, wo ich den Wettbewerb viel weniger da finde als im Sturm, ist im zentralen Mittelfeld, im Offensiven. Also da ist für mich, wir spielen immer eigentlich, normalerweise, wenn alle 14 mit zwei Achtern. Und wir haben für diese Position de facto eigentlich nur Boetius und Serdar. So. Vielleicht hat auch mal ein Toussaint da gespielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der ein prädestinierter Achter ist. Was ist ein Achter? Also zentrales wir haben ja so Mittelfeld. Drei Mittelfeldspieler gerade, ja, zentrales Mittelfeld. Also wir haben noch Boateng, wir haben Toussaint, wir haben Šunjić. Ja, der mir übrigens besser gefällt als vielen anderen. Der hat mehr Risiko, gerade hier, wo ausgeschieden sind in Braunschweig. Da ganz zum Schluss noch so weit nach vorne zu gehen und dann den Ausgleich zu kassieren, haben viele gemeckert, aber der hat auf jeden Fall eine neue Art im Mittelfeld reingebracht und nicht mehr dieses Dardai-Verwalten, Fußball, bloß Ball nach hinten und dann knallt Jahrstein den weg, sondern hat auch mal ein bisschen Risiko gegangen, Querpässe gespielt, also den fand ich schon gar nicht so schlecht. Nicht das Top-Regal. Aber der ist ja ZDM eher, ne? Also der ist ja schon eher Sechser. Genau, aber das, glaube ich, ist in diesem System von Schwarz. Also Serdar ist eigentlich unser Achter, aber eigentlich ist er irgendwie, also nicht eigentlich, da muss mehr kommen. Definitiv. Der hat so ein Potenzial, hoffe ich, habe ich geglaubt und so weiter. Ja? Und ich weiß nicht, warum das immer so bei Hertha kommen, diese Riesenspieler an und entwickeln sich nicht weiter. So. Jetzt warten wir ab bei Schwarz, der hat ja erst kurz da und das kann sich auch noch weiterentwickeln und so weiter. Aber letztlich geht es im Endeffekt darum, du musst bei Hertha Qualität und Leistung einfordern. Also, und wenn die nicht kommt, dann muss man so einen Spieler nach 2-3 Jahren auch wieder abgeben, meiner Meinung nach. Ja? Kannst ja, so ein Selke nicht irgendwie 5-6 Jahre durchfüttern und der hat irgendwie. Oder ein Darida irgendwie 3 Millionen pro Jahr oder was der kriegt, 2,5, ja. Keiner. Und dann ist der, wie lange war der hier? 8 Jahre oder 7 Jahre? Ja, 8 Jahre. Was? Ja, 8 Jahre, hat ein Nettogehalt von, ist ein netter Kerl und so ein Herthaner und alles toll. Aber wo ist die Leistung gewesen? Ja, so, vor allem in den letzten 4 Jahren. Mittelfeldspieler, Tore und so, null. So. Wobei man sagen muss, ich kann dir das mal kurz zeigen, das muss ich jetzt den anderen nicht zeigen, dass er tatsächlich... Wenn wir uns mal unsere Mittelfeldspieler anschauen, ja, ist natürlich über die lange Zeit. Am Anfang war ja Darida auch anders als jetzt. Aber dann Darida, ja, der hat bei uns in der gesamten Laufzeit 3 Milliarden Kilometer gerannt. Genau, nee, aber der hat 29 Assists gemacht und 16 Tore erzielt. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, 190 Spielen. So, und jetzt gucke ich mir mal einen Suat Serdar an. Ist das gut? Ist das gut? Ist nicht gut, aber es ist auch nicht katastrophal. Schlecht? Okay. So, und jetzt gucke ich mir einen Serdar an, der ja tendenziell für mich eher ein prädestinierter Offensivspieler ist als ein Darida. Und jetzt gucke ich mir mal einen Serdar. Du darfst aber bei Darida nicht vergessen, der hat ganz oft auf der 10 gespielt. Ja, der hat mit drei defensiven Mittelfeldspielern in so einer Raute im Mittelfeld gespielt, wobei er der Zehner war, mit Skjelbred und mit Arne Meyer oder so. Und Arne Meyer, das ist auch so ein Thema, das ist so traurig, dass der weg ist und dass wir kaufen den gleichen Spielertyp, Toussaint. So, ist für mich Arne Meyer und Toussaint sind ähnliche Spielertypen und schaffen es nicht, so eine eigene und eigenes Talent. Toussaint ist absolut immer mittlerweile mein Lieblingsspieler. Aber das hätte, also zu dem Zeitpunkt, wo Geld, wir ihn geholt haben, für das Geld hattest du einen Arne Meyer im eigenen Kader. Für das Geld, so, und da hattest du einfach gucken müssen, dass du so einen Spieler selber weiterentwickelst. Oder ihn, da ging ja auch mal darum, dass Manchester United den haben will, den Arne Meyer. Ja. Dann musst du ihn mit, wenn du mit 17 15 sagst, Millionen, zack. 15 Millionen, dann geh. Ja, absolut. So.
aber nicht irgendwie ihn dann 5 Millionen abgeben. Nicht 3 Jahre bei dir nicht spielen lassen. Irgendwie, der hat 0 Tore, das, ein Tor geschossen im Europapokal. Ja, oder das so, geht ja? nicht. Aber jetzt nochmal im Vergleich, ja. Wir gucken mal Bundesliga, weil das ist ja. dann so ein gleicher Schnitt ungefähr. Er hat 160 Spiele, ist ein paar weniger, 30 Spiele weniger. Hat eine ganz gute Torquote, aber auch nicht mehr als Darida. 18 Tore, aber nur 4 Vorlagen. Und das musst du dir mal überlegen. Ein zentraler Mittelfeldspieler, der in 160 Bundesligaspielen 4 Vorlagen hat. Ja, aber dann ist es ja noch eher nicht ein Achter, sondern noch eher ein Sechser, eigentlich oder? Ja, bei Dardai hat er auch Sechser. Da war er, kannst du dich vielleicht noch erinnern, letzte Saison, als er angefangen hat, war er gar nicht so schlecht. Da hat er nämlich auf der Sechs, glaube ich, neben Toussaint gespielt. Da hat er eigentlich besser gefallen, neben so einem aggressiven Sechser. Ja, aber da sind wir halt auch nicht über die Mittellinie gekommen. Ja, aber da war er noch, er hat ja da gut performt, so auf seiner Position. Also was ich sagen will, wo jetzt, wir haben, ich habe es mir nochmal angeguckt, ich konnte selber nicht glauben, wir haben keinen einzigen Assist in der Hinrunde, also diese 15 Spiele, aus dem zentralen Mittelfeld und das geht nicht. Ja. Also sieht ja auch jeder, dass wir die Pässe im letzten Was sagst du denn zu Boetius? Guck mal, Boetius ist, also vor der Saison habe ich immer gesagt, ein Bundesligist in unserer Situation, so mit mittlere, unteres Tabellendrittel, so, der muss den ablösefrei nehmen. Gerade diese Beziehung zu Sandro Schwarz und so weiter ist auch ein positiver Charakter. Also er gefällt mir bis jetzt sportlich gesehen überhaupt nicht. Menschlich finde ich den top. Ist aber auch, also hatte A diese schwere. Genau, das darf man nicht vergessen. Keine und Vorbereitung. Ist relativ früh, also noch nicht lange bei uns. Also, keine Vorbereitung. Ja. Also da muss auf jeden Fall mehr kommen, aber ich hoffe natürlich auch noch drauf. Aber der Druck ist mir trotzdem zu wenig, weil wir haben, für mich ist wie gesagt Toussaint und Šunjić auf der 6, klar, wir spielen da so ein, oftmals so ein Mittelfeld, wo das ein bisschen fließend ist, aber uns fehlt ja definitiv einer, der die Assists gibt und der fehlt mir. Jetzt hatte hier vorhin einer geschrieben, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, da gab es schon mal ein Gerücht, aber jetzt ist es vom Kicker, das ist ja dann nochmal ein bisschen mehr Nachdruck von Laidouni, das ist ein, ich glaube, Tunesier. Laidouni. Ja, Laidouni heißt der, der spielt in der ungarischen Liga. Und spielt da auch ganz gut, ist wirklich auch so ein Spieler für den letzten Pass. Also ich finde, unabhängig jetzt mal von dem, ich finde, wir brauchen einfach einen, der auf die beiden Druck macht. Das heißt ja nicht, dass der dann direkt spielen muss, aber wir brauchen schon einen, was wir ja auch im Sturm, was du ja gesagt hast im Sturm, der Druck macht auf die Stürmer, die wir haben. Wir brauchen einen, wenn du 2 Achterpositionen hast und da hast du dann für Boetius, Serdar und Boateng, muss man, ja. Aber glaubst du, weißt du, was ich viel lieber hätte als ein Achter oder ein Sechser? Endlich einen echten Zehner. Endlich einen Spieler. Ja, meinetwegen Zehner, der kann das ja dann auch. Weil dann kann ich mir vorstellen, dass die Sechser und Achter viel mehr Potenzial entfalten können, wenn da mal einer. Ich weiß, ist jetzt auch nicht ein typischer Zehner, aber der Götze, dass der nach Frankfurt gegangen ist, das tut mir bis heute irgendwie ein bisschen in der Seele weh, weil das ist so ein Spieler. So ein Spielertyp, den wir, glaube ich, hätten gut gebrauchen können. Ich meine, ich habe auch mal irgendwann von einem Draxler geträumt, ich weiß, ist nee, den feuer ich gar nicht. Das ist ein Julian Brandt von Dortmund. Das sind so ein Spielertyp, die wir nicht haben, die so zwischen Sturm und Mittelfeld irgendwie dynamisch gehen können, die Bälle selber abholen, aber die auch in Szene setzen. Und diesen Spielertypen haben wir irgendwie so, finde ich, gar nicht. Nee, haben wir auch nicht. Und wenn wir davon 1-2 hätten von so einer Art, die sind halt teuer. Und selten. Aber dann würde sich, glaube ich, automatisch ganz viel bei Hertha auf anderen Positionen entfalten können. Ja, so, dann hätte vielleicht auch ein Serdar mehr Platz und könnte mehr Vorlagen oder mehr Torschüsse bzw. Tore machen. Ja. Kennst du diesen Perei zufällig, der gegen uns, also wir gegen Braunschweig gespielt haben, so aufgetrumpft ist? Mhm. Der ist auf jeden Fall auch richtig gut. Da sind auch viele Bundesligisten dran. Den hätte ich eigentlich gerne. Der ist auch erst 20. Und genau das ist das, wo Hertha diese Millionen, 375 Millionen, Windhorst, Geld, bla und hier und teure Spieler kaufen und so weiter. Wir müssen diese Spieler entdecken und entwickeln und damit machst du dir viel mehr Freunde auch unter den Fans und unter den, ja, wenn du so eine Spieler aus der zweiten Liga holst. Und sie dann in der Bundesliga oder auch wirklich Ajax Amsterdam, die Akademie, jedes Jahr bringen die, haben wir auch mal irgendwann irgendwo mal drüber geredet, jedes Jahr bringen die 2-3 Spieler in die erste Mannschaft und dann alle paar Jahre wird da einer für 50 oder noch mehr Millionen verkauft. Und Hertha hat ja die Spieler in der Jugend, die sind ja top. Ich war bei so 2-3 Jugendspielen, hab mir die angeguckt, die sind ja top. Ja. Und dann kommen sie in die Profimannschaft und
Da müssen sie erstmal, das ist das, was ich bei Dardai und so das Gefühl hatte, die müssen wir erstmal ganz ruhig aufbauen. Erstmal 2-3 Jahre guckst du dir das hier an und wir wollen sie nicht verheizen und sie dürfen ja bloß nicht zu viel spielen und so weiter. Ja? Nee, gerade dann in dem Alter, Spiel, versuch, es wird ein Tief kommen, dann fangen wir dich auf, dafür sind wir da. Ja, aber nicht im Vorsorge schon. Vorsorge erzeugen und dann nicht spielen lassen, damit er nicht in ein Tief kommen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das finde ich genauso. Die Jungs spielen lassen, Sharehand und so spielen lassen. Ey, ich glaube, viele hätten gar kein Problem damit gehabt, wir hatten kein Geld. Okay, wir nehmen die Spieler aus der Jugendakademie. Damit können wir nicht irgendwie um die deutsche Meisterschaft spielen, sondern wir wollen den Abstieg verhindern und so weiter. Jetzt kommen wir wieder dahin, was ich vorhin gesagt habe. Aber durch dieses, wir müssen Berlin gefallen und wir wollen das Stadion voll kriegen und so, haben wir dann immer irgendwie S-Wein gekauft, ja. Mit internationaler Muskulatur. Ja, also sowas, was ihr angehört, was ihr anhören muss. So, und du merkst wieder, ich komme so ein paar Sprünge. Wie spät haben wir es? Wir haben noch eine Stunde. Wobei, nochmal kurz darauf zurückzukommen, wobei Dada ja der Einzige war, unabhängig. Groß Neues, war es 0 Uhr 2? Ja, genau, 0 Uhr 2 Geisterstunde. Wobei Dada ja der Einzige war, unabhängig jetzt vom Spielstil, ob du den jetzt feierst oder nicht, aber der war ja der Einzige in den letzten 5 Jahren, der Jugendspieler immer eine Chance gegeben hat. Da sind ja die. Defensiv, ja. Da sind ja die Jugendspieler gekommen. Wir haben das Problem, das wollte ich dich mal fragen. Sandro Schwarz sehe ich ja jetzt mittlerweile sehr positiv, war vorher so ein bisschen schwierig gestimmt ihm gegenüber. Passiert gerade mit vielen, also vielen hat, okay, ja, nicht du, sondern so viele finden das eher, und dann kommen sie und da, ach, eigentlich doch. Und bei Sandro Schwarz überzeugt jetzt auch immer so ein bisschen mehr. Er muss liefern. Aber was mir bei ihm nicht gefällt, ist die Integration von Jugendspielern bisher, muss ich sagen. Also, ja, aber hast ja auch eigentlich kaum wirklich Möglichkeiten gehabt. Also mal abgesehen von irgendwie der Situation, dass wir da unten drin stehen, hatten wir ja diese, keine Ahnung, Spiele gegen Stuttgart oder so, wo wir dann irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht waren und dann doch noch Tore kassieren zum Schluss und so weiter, und dann hast du im nächsten Spiel wieder Druck und da, wie willst du da einen Sharehand einbauen? Ja, aber zum Beispiel, sagen wir mal, glaubst du jetzt, dass ein Ulrich einbauen oder wie die alle, ja, schwierig. Wenn ich mir so die Leistungen angucke, wer glaubst du jetzt, ist ein Marton oder ein Gechter? Gechter war jetzt immer, ist viel ausgefallen, muss man dazu sagen, wegen seiner Mandeln war das oder was da war, oder weil er immer krank war, aber jetzt, ich kann, also wenn ich mir Uremovic angucke. Wie lange ist Sandro Schwarz bei uns? Ja, halbes Jahr. So, jetzt minus anderthalb Monate WM vorbei und also hier, ja, so 3,5 Monate hat er effektiv vielleicht so gehabt, wo dann auch Punktspiele waren, also noch ein bisschen weniger, ja, mit Saisonvorbereitung und so weiter. Und muss die Mannschaft kennenlernen, muss alle muss einen Kader formen, muss eine Gemeinschaft formen, die durchs Feuer geht und ja, so. Und das braucht ein bisschen Zeit. So. Dann hast du eine Situation auf dem Transfermarkt, kommen vielleicht noch 3 Spieler oder vielleicht kommt auch keiner. Und wie gehst du mit den Spielern um? Dafür, finde ich, macht er es ganz gut. Und ich habe die Hoffnung, dass 2023 ein bisschen mehr das Glück auf unsere Seite kommt, dass wir jetzt auswärts Bochum ist das ganz ist wichtig. Mega so. Wichtig, ja. Und aber wir haben auch alle Bock, man. Die Stimmung bei den Fans und so weiter ist, glaube ich, echt positiv. Ja? Und die haben alle Bock, dahin zu fahren. Ist nicht so, sondern die haben richtig Lust, nach Bochum zu fahren. Und dann haben wir halt dieses leidige Spiel gegen VW zu Hause, unter der Woche. Da werden auch, ich habe irgendwas gesehen, 17.000 Karten verkauft oder was? Ich weiß nicht, ich habe mir gestern nur angeguckt, wie viele Tickets weg sind. Da siehst du ja nicht die Anzahl, aber das sah aus, als ob nur Dauerkarten weg wären. Weil diese Dauerkarten und 2.000 oder ja, so. Also, weil die Blöcke oben sind erstmal gar nicht offen, ne? Kennst du ja auf beiden Seiten da. Und ja, ansonsten, also ganz viele Tickets auch und noch. Und deswegen eigenes kleines Stadion. Ich bin da wirklich der Meinung, 41.892, ich weiß, viele sagen, wow, mindestens 50.000 und so weiter, ja. So, aber ich brauche diese ganzen Eventis da nicht, ja, die irgendwie, wenn gutes Wetter ist und Hertha bei Groupon und welche Gutscheine raushaut, dann kommen sie mal vorbei, ja, so. Aber ansonsten, nee, ich will 41.000, unsere, wir haben 44.000 Mitglieder,
So, ja. Davon einige aus Exil, die nicht so oft kommen. So, die sollen irgendwie ihr Zuhause kriegen. Unser Stadion, unser blau-weißes Stadion, unsere Festung. So, und geil mit Graffitis und unser Zuhause. So, ja. Und dann spielen wir im Winter gegen Wolfsburg und da werden wir dann in den nächsten 2-3 Jahren, wenn wir, also 2-3 Jahre, wenn wir ein Stadion haben, werden die Spiele auch voll sein. Ja. Aber so hat keiner Bock gegen, und das ist nun mal so, im Olympiastadion gegen Augsburg, wenn es kalt ist oder was, da hast du halt 40.000 da, 45.000, ich meine, das ist unfassbar viel eigentlich. Eigentlich ja. Ja, so, aber das halbe Stadion ist leer. So, und dann sagen die alle Berliner, die kriegen ja nicht mehr ihr eigenes Stadion voll, die mag ja keiner und so, ja. Und das ist bitter und tut so weh, ja, weil dann stehst du da und weißt, was. Unsere Power der Ostkurve, ja, von den Ultras über den Los Normalos, die aber da sind und auch die im Oberring in der Ostkurve in der Mitte stehen, stell dir die mal auf so einer Tribüne in so einem Schmuckkästchen vor. Da brauchen wir uns nicht vor Frankfurt und Köln und also, so verstecken. Also völlig underrated. Wir haben 7.000 allein in der Ostkurve oder 7.500 oder unten, so. Unten. Und dann nochmal 7.000 oben. Ein bisschen mehr, die geht so konisch auseinander. Also ja. Das sind so 17.500, sagt man, kriegt der verteilt der DFB immer beim Pokalfinale an die Heimmannschaft und an die Gästemannschaft. Also kannst du so um die 17.500. Und du siehst ja, wie viele da mitmachen. Also jetzt vielleicht nicht bei jedem Lied, aber ich hatte heute auch das Gespräch mit einem aus der Community und da hatten wir auch gesprochen, so ohne jetzt die anderen Mannschaften fronten zu wollen, aber guck doch mal an die so hochgelobt werden, die ganzen Fans, wie viele machen denn da im Kern mit und wie viele machen bei uns im Kern mit? Und deswegen, also ich sehe es immer noch so, wir brauchen eigentlich ein Stadion mit 50.000 Minimum, weil ich bin mir sicher, wir haben ja jetzt schon den Schnitt von 53.000. Aber lass mal rübergehen, lass mal, also ich, Aufforderung an die Roten, wenn wir so ein Stadion haben, unser Stadion, ja, so, und es wir sind da und feiern uns selber und schönes. So, und für die großen Spiele, für die ganz großen Spiele, gehen wir rüber ins Olympiastadion. Dann machen wir 2-3 Spiele drüben, zum Beispiel das Derby. Aber nur das Derby, und das ist die Aufforderung an die Roten da drüben, das Derby machen wir im Olympiastadion, wenn Union sagt, machen wir auch im Olympiastadion. Also wenn Union sein Derby nicht in der Försterei spielt, beide Spiele. Beide Spiele, Stadtderby, wäre Riesenchance fürs Olympiastadion. Kann der Union mal Butter bei den Fische? Macht er das oder wollt ihr das in eurer Hütte machen? Auch okay, ist ja eine Entscheidung. Ja? Aber dann entweder machen wir beide Spiele, Hälfte-Hälfte im Stadion, im Olympiastadion, dann können beide Stadien sozusagen ins Olympiastadion gehen und dort ein Fußballfest feiern. Ja? Für unsere Spiele, guck doch mal Bundesliga, guck doch mal durch hier, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, Mainz, wer kommt denn da? Da brauchen wir keine 50.000 mehr. Aber kennst du die Statistiken? Ich habe die Statistik eigentlich selber erhoben. Hast du selber gefälscht? Ich habe sie selber gefälscht, Straunina-Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sagte mein Professor immer. Ich habe die selber mal erhoben. Alle, also es ist ja gerade vor 2006 sind ja sehr, sehr viele neue Stadien gebaut worden oder auch umgebaut. Hm. Und die Auslastungen der Stadien, wie die sich verändert haben. Ja, aber extrem hoch. Ja. Also auch bei so Clubs, sage ich mal, wie selbst bei Bayern, ja, wo ja jetzt aber immer ausverkauft ist. Aber oder Gladbach. Du musst aber da auch berücksichtigen, also wir haben ja ein Top-Stadion mit dem Olympiastadion. Ein Top-Stadion überdacht und 5 Sterne. Von der Moderne so, genau. Her. So, das haben wir ja. Also unser Luxuslevel wird nicht gesteigert. Wir sind auch nicht das einzige Event in der Stadt, wie zum Beispiel in Gladbach. Was gibt es in Gladbach? Ja. Holland. So, das gibt es in Gladbach. Ja, so, ansonsten ist Gladbach. Ich habe Freunde in Gladbach, tut mir leid, aber muss ich natürlich. Und viele Hertha-Jugendspieler gibt es da auch, so, habe ich gehört. Die gehen denen sozusagen ins Netz, ja, kann man sagen. Ja, genau. Da gibt es nicht viel anderes. Okay, ja, Metropolregion, bla und so, klar. Aber die hatten vorher den Bökelberg, da gab es überhaupt ein Dach am Gebökelberg. Ja, so. Weiß nicht, auf der Haupttribüne vielleicht. So, und übrigens schade, dass ich nie da war. Das ist eines der wenigen Stadien in Deutschland, wo ich damals noch nicht war. Das tut mir tatsächlich ein bisschen weh, aber so, und deswegen sind bei denen mit kompletten Dächern und so die Zuschauerzahlen hochgegangen. Ja, so.
Wird bei uns, glaube ich, nicht passieren. Wir werden nicht viel mehr Herthaner gewinnen. Ich glaube, der größte Punkt ist gar nicht dieser Standard. Der macht ja auch viel aus, haben wir auch bei unserem Umbau gesehen. Du siehst doch gegen Wolfsburg. Ja, aber der Standard, das größte Punkt ist doch die Tatanbahn. Aber warum brauchen wir das denn? Warum brauchen wir denn irgendwie 50 und 70? Das ist diese Big City Club denke, dass wir irgendwie ein großer Verein sein müssen und so weiter. Lass uns doch ein kleiner, feiner, cooler Verein sein. Mit den 40.000, 45, lass es 45.000 sein. Ich finde halt 41.892 allein wegen der Zahl. Geil. Ja, 51.892. Zu viel. Kriegen wir nicht regelmäßig voll. Hast du mindestens 6, 7, 8 Spiele das Stadion nicht ausverkauft? Glaube ich nicht. Doch, ganz klar. Also gut, wenn wir absteigen vielleicht, aber in der ersten Liga. Nein, in der ersten Liga. Hatten wir die Liste hier. Guck dir die Mannschaften an. Kommst du da, guck mal kurz in die Tabelle. Was ist denn hier? Hier gibt es ein Software-Update. Nee, brauchen wir jetzt nicht. So, und dann lass uns doch mal gucken. Was willst du gucken? Bundesliga-Tabelle. Lass uns mal die Teams durchgehen. Die hier in Berlin ziehen, wo du sagst, oh ja, da kommen die. Also Bundesliga-Tabelle einfach. Bundesliga-Tabelle, ne? Genau. Gehen wir nach unten, fangen wir von unten an. So, also gegen Schalke ist schon voll. Schalke kriegst du 50.000. So, Bochum? Nein. Stuttgart? Ja, klar, haben wir Prenzlberg. Ja. Augsburg? Nein. Köln? Also es war jetzt... Ziehen mal mehr, ziehen mal weniger. Leverkusen? Nein. Hoffenheim? Nein. Mainz? Nein. Bremen? Mal ja, mal nein. Kein safes Ja. So, Gladbach? Bringt eigentlich immer ganz gut mit und sind ja mittlerweile mit Union befreundet, oder? Und die wollen ja dann auch immer irgendwelche Transparente da ausrollen. Wolfsburg, nein. Bochum, ja. Dortmund, Union. Dortmund. Entschuldigung. Dortmund, ja. Union. Klar. Braucht Eintracht, auch. Ja. Leipzig, eher nicht. Außer vielleicht Leipzig macht voll leider. Also das ist ja auch immer, also die Gäste, weil die Gäste kommen dann, ja. Ja, und weil auch Schaulustige in dem Sinne, ne? Also, ja. Es sind, war ja immer top zu viel Zuschlag bei Leipzig, wo ich dachte so, what the heck, ja. Warum? So, ja. Aber die Spiele waren halt voll. So. Aber wir haben ja, was haben wir da? Waren denn? Aber auch oft das letzte Spiel der Saison, wo wir dann immer gleich 6 kassiert haben. So, Freiburg hast du unterschlagen. Definitiv nein. Nee. Geiler Fußball, aber macht das Stadion nicht voll. Bayern, hast du gesehen, Olympiastadion, Bayern, haben wir auch Probleme voll zu machen, das Stadion auszuverkaufen. Ja? Und warum sollen wir uns den Stress machen? Warum? Lass uns, ja, 45.000 und so, aber dann für uns und nicht für irgendwelche Berliner, die dann... Ich will mal kurz gucken. Wenn die alle kommen, wenn wir Erfolg haben, okay, wenn wir jetzt wirklich 3 Jahre Erfolg haben und groß irgendwas spielen, dann gehen wir wieder zurück ins Olympiastadion, ja? Und dann sagen wir hier, Peter Maffay und Herbert Grönemeyer spielt in unserem 45.000 Stadion. Ja, was hatten wir, das war an einem Sonntag, ne, gegen Freiburg, was hatten wir gegen, ist jetzt hier abgestürzt? Oder? Weißt du, dass ich da ohne Ende Freikarten, nein, ohne Ende, aber viele, viele Freikarten bekommen. Wir hatten ja dieses, da hatte ich 900 Freikarten. Das war das Spiel, wo wir unser Finale hatten. Ja, meine ich ja gerade. Ja. Wo sehe ich denn hier die Zuschauerzahl? Eigentlich. Hier, bei Info? Ja, hier 40.400. Das war natürlich auch ein Sonntag, klar. Und viele Freikarten. Ja. Harte hat auch in der Zeit echt Freikarten verteilt. Das wird sich ändern. Also es ist halt schwierig jetzt auch einzuschätzen, wie viele sind dann gekommen, auch wegen Freikarten oder günstigen Karten. Und die haben ein Ranking, wie wird der, waren die Dritter oder Zweiter? Die waren teilweise sogar Erster. Dabei. So zweiter Platz waren die da. Ja, so, Und da haben wir 40.000 gehabt. So, ja? Und dann habe ich lieber keine Meckerei, keinen Stress, kein irgendwas, sondern unsere Hertha-Fans im Stadion, die das Ding zum Kochen bringen. Und das weiß ich, dass wir das könnten. Ja? Leverkusen war Samstag sogar, ne? Ja, Leverkusen war auch nicht voll, da waren auch knapp 40, glaube ich. Ne? Da weiß ich noch, dass der Kai eine Aktion gemacht hat. Er wünscht sich, glaube ich, zum Geburtstag, dass wir jeder einen mitbringen und so weiter. Ja? Aber warum, also ja, dass Kai das so macht und dass er sich dafür so einsetzt und so weiter, ist grandios, ganz klasse. So, aber letztlich müssen wir da nicht drum betteln, dass Leute kommen. So, weißt du? Und das ist kein Front gegen Kai, null, sondern es geht einfach nur darum, dass wir ein Stadion für uns haben, was uns gefällt, wo wir unsere Graffitis reinmachen können, wo wir unser Hertha-Museum reinmachen können, wobei ich ja da eigentlich auch der Meinung bin, das müssen wir nicht am Olympiastadion machen. Das müssen wir irgendwie im Wedding machen, weißt du?
Das würde natürlich passender sein. Hier gegen Frankfurt übrigens, das war, glaube ich, Einschulungstag, aber trotzdem auch eigentlich nicht so viel wie 44.000 gegen Frankfurt. Die haben ja gut mitgebracht. Also es ist ja nicht so, dass da nicht. Und hatten die nicht eine Woche noch vor, ein paar Tage vorher noch ein großes Spiel, irgendwie Europapokal, Champions League, irgendwas? Aber ich glaube halt trotzdem daran, dass wirklich viele Leute auch einfach nicht kommen, weil die Tatanbahn einfach mega unattraktiv ist. Wenn du dir jetzt die Preise zum Beispiel anguckst, ist natürlich Topspiel, ist klar. Aber gegen Union. Wenn du gegen Union schaust, 75 Euro Gegentribüne sind, so die sind ja somit die besten Plätze außer Haupttribüne, sage ich jetzt mal. Aber du hast ja trotzdem eine Scheißsicht. Genau, im Olympiastadion. Ja. Und in einem normalen Stadion, also in einem Fußballstadion, wäre die Sicht besser. Und das würde viel mehr scheppern und die Leute hätten ein besseres Fußballerlebnis. Ja. Ja. Was meint ihr, wie viele Fragen ich zu Tickets immer bekomme, dass ich hier noch Tickets organisiere und da? Und jetzt habe ich gerade wieder Fragen gekriegt für jemanden, der Freunde und Familie da irgendwie hinbringen will. Und warum gibt es halt nur noch 75 Euro Tickets und so weiter? Ja, ja. So, weil halt nicht der Erste bist, der hier, also vom Zeitablauf relativ spät fragst. Schon viele Tickets weg sind. Ich finde es super, wie viele Tickets weg sind, aber in der Presse wird wahrgenommen, irgendwie, ja, gerade kriegt Stadion nicht. Hallo, wir haben gerade immer noch Mitgliederverkauf, ja. Und du darfst auch nicht vergessen, habe ich heute auch schon mal gesagt, diese Ticketpreise, die sind ja definitiv höher. Ja, du hast jetzt so Sichtbehinderung, Oberring teilweise. Aber mal ehrlich, Ostkurve, Dauerkarte oder ja, wenn oder du eine Dauerkarte hast, ist es ein super Preis. Ja, aber das ist das, was ich will. Ich will 40.000 mit Dauerkarte, ja, die klar da sind, Punkt. Und mal ehrlich, Ostgruppen-Dauerkarte zahle ich jetzt irgendwie einen Witz mit Mitgliedsrabatt, zahle ich 150 Euro oder was. Ja? Das ist vollkommen legitim. Legitim, das ist, ey, das weniger als 10er pro, ja, Spiel, pro Spiel mit Union, mit Bayern, mit irgendwas. Also wer diese Karte nicht als Dauerkarte jetzt kauft, ist für mich irgendwie... Ja gut, aber die sind ja auch ausverkauft. So. Also das ist ja nicht so, dass die da übrig bleiben. Ja, aber da hast du mit der... So, ich für ein geiles Fußballstadion mit einer geilen Mannschaft, mit geilen Fans, mit so, ja, weil sich das alles auch aufwertet, ich würde safe das Doppelte bezahlen oder, weißt du, so, das wäre es mir wert, einfach um geilen Fußball in ja, jetzt ist es billig, weil keiner will Karten haben, also weil es so viele Karten gibt, so rum, ja, ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen gerade. Was ich sagen wollte, ist ja nur, es gibt ja auch viele, die wirklich Hertha wirklich lieben, aber wenn jetzt, sag ich mal, sagen wir, dieses Beispiel dieser Saison, ja, ich stelle mich jetzt vor und habe 3 Kinder, ich habe mehr als 50% der Spiele an einem Sonntag. Du weißt, dass Hertha jetzt gerade die Aktion Kids for Free macht. Du kannst, glaube mindestens 4, aber ich glaube, letzte Saison war es noch, war bis für 8 Kinder. Nee, ich meine, eine Karte und kannst 8 Kinder mitnehmen. Kannst du im neuen Stadion so nicht mehr machen. Aber Hertha hat sich sehr sozial in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Die Initiative Blau-Weißes Stadion, auf die Webseite gehen, mal durchlesen, wie die Chronologie ist. Die haben fantastische Arbeit gemacht. Ja? Den Senat die Politiker angesprochen, mit denen in viele, die abgelehnt haben, eingeholt oder mit denen ins Gespräch gekommen, abgeholt und für Hertha geworben und wirklich wesentlich was bewegt. Also da, was die davor da gemacht haben, Katastrophe im Berliner Senat, sonst hat keiner. Ich saß einmal im Abgeordnetenhaus beim Sportausschuss mit ein paar Leuten von Hertha und also dann sitzen da 3 Grüne, einer von Grünen, einer von der SPD, einer von Grüne, SPD und wer ist der dritte gerade? Grüne, SPD und Linke. Und davon ist einer Dresden, einer Kölner und die Grüne war so, TB ist, findest du, also wenn in Berlin, dann vielleicht so TB, aber eigentlich mag sie Fußball gar nicht. Das ist der Sportausschuss in Berlin. Die sind für uns wichtig. So, ja. Mittlerweile ist die von den Grünen, glaube ich, sogar bei einem Fanclub eingetreten bei uns in Axel Kruse Jugend, also jedenfalls sehr affin. Und die haben da von Blau-Weißes Stadion so gute Arbeit gemacht, ja, so. Und das sich so weiterentwickeln lassen, dass wir mittlerweile ernsthaft darüber sprechen können, neue Stadien zu bauen. Aber es muss halt klein sein. Ich habe so das Gefühl, also da, wo es jetzt in diesem Lindeneck vielleicht sein soll, ja, so, und dann hörte man ja diese Zeitungsannoncen, Zeitungsberichte,
dass dieses Stadion so Bombonera-mäßig werden soll mit einer, und das irgendwie, keine Ahnung, wenn ich an Leverkusen denke, mit dieser Glaswand da im Stadion, irgendwie komisch, so kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber letztlich möchte ich, dass wir da ein neues Stadion haben, was wir nutzen können. So. Und habe ich eine ganz große Hoffnung in Ines, Knut, Steven und wie die alle heißen. Die haben da auch, wie nennt man die Architekten mit in der Gruppe drin und Leute, die sich mit der Politik und so weiter gut auskennen, dass die da was Gutes auf die Beine stellen. Und 51.892 fände ich auch schön, wenn es dann ausverkauft wird. Ja, wird es, glaube ich. Aber was ich noch mal ganz kurz sagen wollte zu dem Punkt, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, dass man trotzdem die Leute auch verstehen muss, jetzt in solchen Zeiten, wo ich will gar nicht wissen, wie meine Strom- und Dingsnachrechnung wird. Wird doch gedeckelt auf 40 Cent jetzt. Ja, aber ich habe ja trotzdem Nebenkosten, nicht nur Strom, sondern auch Nebenkosten. Das sollte ja, also, das war nur, war eher so, ich weiß, dass es... Ja, nee, also was ich sagen wollte, Inflation, alles und so weiter, alles doppelt so teuer, zumindest im Supermarkt, was ich ja täglich brauche, und ich bin ein Familienvater und ich kann mir halt keine Dauerkarte holen und erst recht nicht in der Ostkurve, weil da ist es ja auch schwer, eine Dauerkarte zu bekommen, wenn du jetzt neu und willst. Dann wird es halt schwierig, sage ich mal, für Block, wo es noch was gibt, die Block hier, das war nicht ja geil. Als ich meine Karten geholt habe, ich habe 8 Karten jetzt organisiert für Union, wo ich wieder mit Leuten hingehe, was ich dir vorhin erzählt habe. Ist ja auch okay, so in dem Sinne da 45 Euro zu bezahlen. Die waren aber auch ratzfatz weg. Ne? Also diese Tickets waren ratzfatz weg. Ja. Also an dem Tag, wo ich reingegangen bin, 10.30 Uhr, gab es nichts mehr im P. P ist ja für mich ein richtig geiler Block, direkt daneben und so. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass man da halt auch wirklich, aber das ist marktüblicher Preis, muss man am Ende auch sagen. Ne? Die anderen Stadien sind auch nicht billiger. Es ist ein marktüblicher Preis und das ist aber das Problem, warum wir es manchmal dann jetzt gegen Union, was die Presse ja jetzt so schlecht hinstellt, nicht jetzt direkt alles ausverkauft haben. Weil eben sich das nicht, auch wenn es Leute wollen, sie sich das eben nicht leisten können, einfach mal 3 Karten für jeweils 55 Euro zu kaufen. Wie war denn das? War das nicht auch irgendwie, die Leute wollen, will ich damit sagen. Sind da Ferien? Die sind wieder Winterferien, ja. Ich habe gelesen, Winterferien, viele sind weg und so. Aber das sind letztlich alles immer nur irgendwie so... Punkte, warum man das so schönreden will. Ja, schönreden, also wo man versucht, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Warum es so ist. Ja, so. Ich denke, scheiß auf diese ganzen Erklärungen, eigenes Stadion, wenn ihr das halt, also ich sehe ja hier überall immer 51.000, 50.000, so wollt ihr, wenn ihr das voll macht, nehme ich 50.000, sehr gerne. Wir machen das voll. Aber dann auch im Winter gegen Augsburg und gegen Greuther Fürth und wenn dann Paderborn und so kommt, ja, und minus 5 Grad sind, okay, minus 5 Grad hat ja keiner, aber die kommt trotzdem Regen? Ja nicht. Gegen Wolfsburg, kommt mal alle. Ja, da müssen wirklich alle kommen. Ja? Das, wir haben ja sogar einen Vorteil. Mach mal eine Umfrage Michael von den 168 P. Zuschauern, wie viele gegen Wolfsburg dabei sind. Okay, machen wir mal. Bin mal gespannt. Und dann machen wir mal gegen Union. Danach. So. Ja, müssen wir unser Stadion halt, Herr Thaner, müssen dann kommen. Aber ja, dann können viele nicht, kommen aus dem Brandenburger Umland und haben Kinder, Familie und so. Dann wir waren ja unter der Woche übrigens immer schlecht, muss man Wolfsburg, sagen. Wolfsburg, ne? Ich finde diese Spiele ja eigentlich geil im Flutlicht und so. Ich habe halt keine Kinder zu Hause, ich habe keine bessere Hälfte, die mich da irgendwie... Das ist wirklich ein extremer Punkt, muss man einfach sagen. Wenn du jetzt nicht gerade eine Frau hast, die auch Hertha-Fan ist, wird das irgendwann, also ich habe ja noch keine Kinder, das ist der Vorteil, aber ich glaube, wenn du Kinder hast, ist es schwierig. Und dann kommst du halt unter der Woche nicht so einfach ins Stadion. Macht mal bei der Abstimmung mit. Wir haben jetzt 168 Leute online, was ich übrigens übelst geil finde, weil wir ja einfach nur quatschen und es 0.30 Uhr mitten in der Woche ist. Finde ich auch cool. Ich meinte schon, ich habe ja nur Leute, die morgen nicht arbeiten müssen anscheinend in der Community. Nein, oder alle Philippinen. Ja, Philippinen, Urlaub und Rentner gibt es auch, wurde mir gesagt. Das war nur ein Spaß. Ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette, hol mir neues Wasser. Du bist ja versorgt mit deinen Getränken, oder? Willst du Chips oder so? Ich habe Chips gekauft. Naja, beim Spiel, oder? Würde ich sagen, jetzt halbe Stunde. Dann können wir gleich noch ein bisschen über die Mannschaft jetzt reden, die aktuell ist. Mach in Ruhe. Ich lese mir mal ein paar Kommentare hier durch. Hast du eine Abmautmöglichkeit eigentlich für dich? Weil ich habe die zweimal.
Was bringt mich nicht gerade dazu, auch noch gegen Wolfsburg zu kommen? Lass mal ran, da, ich kann das nicht, das ist zu klein. Ist zu klein, ja. Aber das ja, doch. Muss jetzt auch Wolfsburg-Tickets kaufen. Da gibt es noch 18 Euro Oberring-Tickets. Natürlich, definitiv da. Kann leider erstmal nicht in die Kurve, aber werde da sein. Und das zählt. Man kann nicht jedes Spiel vorher, man gerade gegen die... Oh, hier ist eine Frage an dich. Das kannst du mal von Tim Kämpfer. Was war dein geilstes Hertha-Spiel? In der Zeit kann ich dann mal auf die Toilette gehen. Da kannst du erstmal überlegen. Also es gab tatsächlich eigentlich ein Spiel, was ich sofort sagen kann. Das war, ist gar nicht so lange her. Das war das Spiel, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass wir da noch irgendwas holen. Das Einzige, wo ich das seit 85 oder 87, seitdem ich hingehe, das Gefühl habe, dass wir wirklich was gewonnen haben. Sowas wie ein Finale gespielt haben und gewonnen haben. Es gab ein Hin- und Rückspiel zu Hause, haben wir 1-0 verloren und dann waren wir auch noch die Lachnummer quasi in Deutschland. Und dann haben wir auswärts in Hamburg doch das Ding gedreht und von der ersten Minute Gas gehabt. Und die haben uns ausgelacht. Wir sind mit einem Neunsitzer hingefahren und sind da in Hamburg angekommen und die Fans vom HSV da ein bisschen überheblich, ein bisschen, ja, so ein bisschen mit uns geschakert und so. Aber man hat immer gemerkt, so nach dem Motto, ja, ihr steigt ab. So. Und dann haben wir das Ding doch gerockt. Also da hatte ich das erste Mal richtig gefeiert. Ansonsten gab es natürlich schöne Spiele, an die ich mich gerne zurückerinnere. Die Champions League-Spiele, auch gerade auswärts, Sparta Prag, Schneewalzer haben wir getanzt. Die ganzen alten Herthaner waren da. Und da haben wir ein schönes, wir haben, glaube ich, verloren. Bin mir gar nicht sicher, aber ich bin auch nicht gut in so Ergebnisse merken, da muss ich mal nachgucken, aber ich erinnere mich an 3-4 schöne Tage, damals mit meiner Freundin in Prag. Bilbao, Auswärtsspiel, war wunderschön, also ein schönes Spiel bis auf die zweite Halbzeit und wir haben da auch richtig abgefeiert. Ich glaube, da war Selke doch dabei und der hat sogar gar nicht so schlecht gespielt, wie sonst ich das immer in Erinnerung habe. War ich damals in einem der alten bekannten Fanclubs? Nee, war ich nicht. Ich bin in der Axel Kruse Jugend gelandet, damals in Bilbao eigentlich, nach Bilbao gefahren mit einem Neunsitzer, so eine Roadtour mit Knut und wie heißt er? Jetzt komme ich nicht auf die Namen. Also tolle Truppe gewesen, da waren ein paar Leute im Bus und sind über Paris gefahren, haben den Eiffelturm gegrüßt und dann Roadtour nach Bilbao. Und dort habe ich dann nachts irgendwo beim Essen, bei einem Imbiss die Jungs von der Axel Kruse Jugend kennengelernt und dann bin ich irgendwie ein paar Tage später in die Axel Kruse Jugend eingetreten. Aber sonst bin ich da nicht in Fanclubs gewesen vorher. Was machst du beruflich? Ich würde 100 Selke-Bits. Ja, muss ich. Weil immer, wenn ich Selke erwähne, das scheint ein Selke-Fan zu sein. Den kenne ich natürlich. Machst du was? Erstmal danke für 200 Bits. Was schreibt er? Für euch beide Edelmänner ein Toast auf euch, als wärt ihr ein? Richtig. Toaster? Sandwich-Maker, natürlich. Und Dennis natürlich mit 100 Selke-Bits. Natürlich völlig klar. Und nochmal mit 100 Selke-Bits. Und Klaas auch nochmal 100 Selke-Bits reingehauen und sagt: Danke für den geilen Talk von euch zu später Stunde und freue mich schon auf den Pulli-Paten-Hoodie. Oh, hat er sich anscheinend bestellt. Viel Spaß gleich beim Spiel. Muss es mir morgen reinziehen. Gute Nacht. Na dann, schlaf gut. Da habt ihr was angerichtet mit den Pulli-Paten-Hoodies. Wir haben übermorgen. Morgen ist Suppenbus-Tour. Ja, morgen ist Donnerstag. Morgen ist Donnerstag. Also, heute, jetzt gleich. Ja. Und am Freitag, den 13., stehe ich dann das erste Mal in der Siebdruck. Oh, ist diese Woche Freitag der 13.? Ja. Und dann stehe ich in der Siebdruckwerkstatt in Neukölln oder jetzt in Kreuzberg. Und ich glaube, 170 Hoodies wurden bestellt. 170. Krass. Ich habe mit 20, 30, vielleicht 40 oder so. Ja, 170 oder so Hoodies wurden bestellt. Und wir haben die. Und ich druck die ja alle per Hand. Ich stehe da und
Also, hast du dich verkalkuliert, würde ich sagen. Super geil, wie ihr das supportet habt und wie wir dort Gutes tun. Wir werden nicht ganz so viele Hoodies auf die Straße bringen, weil so viel brauchen wir dafür nicht. Aber wir werden welche ins Lager nehmen und sie dann an anderen Stellen verteilen, wo es sinnvoll ist, Hoodies auf die Straße zu bringen. Also auf jeden Fall alle, die da mitgemacht haben bei der Aktion, vielen Dank, durch die Decke gegangen. Die Frage war, was ich beruflich mache. Ich bin Jugendsozialarbeiter beim Stadtteilzentrum in Steglitz und mache Fußballprojekte, Fair Kick Besser zum Beispiel und auch E-Sports-Projekte. Also gab eine, oder wir sind dabei, die E-Champs zu gestalten, wo wir mit Jugendfreizeiteinrichtungen in Berlin quasi eine Online-Liga aufbauen wollen. Eine nicht kommerzielle Online-Liga für Kinder, die zu Hause zum Beispiel keine PlayStation 5 haben. Ja? Cool. Da muss ich auch mal vorbeischauen. Ja. Wird das Spiel auch hier über den Stream live gezeigt? Darf ich natürlich nicht. Das war noch nie der Fall, Digi. Das geht nicht. Aber du kannst ja bei YouTube schauen. Das ist ja für jeden kostenlos zugänglich. Also von daher ist es ja eigentlich kein Problem, dass ich es hier nicht zeige. Es muss kein DAZN-Abo für 40 Euro jetzt mittlerweile abschließen. Ich dachte, das wäre ein Witz, aber haben wir wirklich kostet 40, ja, 40 Euro? Also ich habe beide hier beide großen, wie heißen sie? Sky und DAZN habe ich abgemeldet. Vor Mitte letzter Saison habe ich das abgemeldet und ich gehe als Gründer der Aktion Hertha-Kneipe gehe ich hier zu Frankie bei dir um die Ecke oder zu Klaus in Kugelblitz oder zu, es gibt so viele Hertha-Kneipen, gerade eine Tempio Verdamm gesehen und da hängen auch Hertha-Wimpel und also so viele tolle Hertha-Kneipen und supportet eure Hertha-Kneipen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Frankie ist auf jeden Fall auch eine geile Kneipe und da kannst du dir, wenn, was kostet, ich weiß gar nicht, was kostet, wow, Sky kostet bestimmt auch 30 Euro, bist du bei 70 Euro. Wenn du die Heimspiele eh schon besuchst, dann sind es ja nur noch 2 im Monat für die Auswärtsspiele. Wenn du nicht fährst, dann hast du für jeden Besuch in einer Kneipe 35 Euro. Ja. Also da kommst du schon auf jeden Fall ein bisschen weit. Ja. Lars, mein Lieber, danke für 500 Bits. Danke euch beiden für den heutigen Abend. Ja, schön, dass es euch so gefällt. Das freut mich sehr. Und Mario, mich auch nochmal danke für 100 Bits. Freut mich sehr. Das macht auch mega Bock. Guck mal, selber bist du jetzt hier 2 Stunden. Das merkt man nicht, ne? Wie das immer vergeht. Deswegen bin ich dann auch immer, weil du ja meinst, ich bin mal so ewig lange online. Wenn du dann so im Redefluss bist oder auch, du könntest jetzt hier einfach 2 Stunden weiter Fragen vorlesen. Das geht so schnell. Ja. Ja, und 2 Nachteulen und dann, ich rede gerne, du redest gerne. Also das passt. Ist eine gefährliche Kombination. Das ist eine sehr gefährliche Kombination. Justin, grüße dich, kenn dich ja, wir kennen uns ja. Sky ist gekündigt, DAZN kommt als nächstes. Ja, mach das und viel Glück bei deinen ganzen FIFA-Projekten. Ja, liebe Grüße auch von mir an Justin. Wir haben ganz viele Justins hier. Wir haben so ein paar Namen, die gibt es ganz, ganz oft irgendwie. Ich weiß auch nicht, Justin, Dennis und Basti. Das sind so die Namen, die es gefühlt 20 Mal gibt. Da weiß man nie, mit wem man gerade spricht hier. Ja, bei dem Nachnamen weiß ich es. Er ist ein richtig, richtig, richtig guter FIFA-Spieler und hoffe, der macht noch seinen Weg da. Ach, der ist sein, gut, ja? Sein Bruder ist wirklich. Sein Bruder ist Coach bei Hertha. Und okay. Er selber, Justin, auch ein Top-FIFA-Spieler. Okay. Dennis, du geile Sau, danke für nochmal 100 Bits. Vielen, vielen Dank, du geile Sau. Brauche ich ja nicht doppelt vorsagen. Niederlechner hat sich heute im Testspiel verletzt. Hatte ich vorhin schon gesehen, hatte einer reingeschrieben. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn es was Längerwieriges ist, wird Hertha den dann definitiv nicht im Winter holen. Dann würde er rein theoretisch, wenn sie einen holen wollen, nur noch Rese oder, ich weiß nicht, manche sagen, er heißt Fabian Ries, in Frage kommen. Hast du das da? Also, Hertha macht aber so komisch, sein damals Brez, der Toussaint gekauft hat und erstmal noch ein halbes Jahr da gelassen hat. So, ja. What? Hey, hab ich auch nicht so ganz komische Sachen, ja? Oder aber noch eine Saison oder irgendwie so war das. Der beste Transfer jemals war Arthur Wichenjarek. 2x den gleichen Fehler hintereinander gemacht. Ja, also das war auch, obwohl mir gesagt wurde, das soll ein sehr, sehr netter Zeitgenosse stimmt. sein, als Mensch soll er wohl wirklich richtig war der auch cool super. Sein. Der war ja total King, torgefährlich. King Arthur, war ja, König King Arthur. Arthur, ja. Luke, danke für 100 Bits. Luke ist auch, will ich jetzt hier nicht immer, aber es ist auch eine ganz besondere Geschichte bei dem jungen Mann. Der ist Mainz-Fan und ist trotzdem hier immer dabei. Kann ich dir mal offen erzählen. Ich war der erste Hertha, also
der erste Herthaner, der jemals den Rasen im Mainzer, wie heißt es, Coface Arena, oder hat die schon wieder einen neuen Namen? Keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Mainzer Stadion berührt, berührt hat, betreten hat. Und zwar gab es damals zur Eröffnung, als sie das neu hatten, so ein Telekom Cup. Und wir sind damals eingeladen worden, wir haben so ein Kinderturnier gewonnen und dann sind die Gewinner da eingeladen worden. Und dann durften die vor dem Spiel auf dem Rasen Elfmeterschießen machen. Vor dem Turnier, das waren so Viererturnier. Ja, Bayern, Mainz, keine Ahnung, HSV und noch irgendjemand oder so, Gladbach oder so. Und da war ich der erste Herthaner quasi auf dem Rasen. Das war mir sehr viel wert. Hertha war ja nicht da und also, 3 Monate später kam dann Hertha zum ersten Spiel. Ich weiß, ist eigentlich völlig unwichtig. Aber warst du früher da als Luke wahrscheinlich? Das war auf dem Rasen, ja, weiß ich nicht. Kannst du mir vielleicht warst du schon mal auf dem Rasen, Luke? Luke ist auf jeden Fall ein super Typ und der ist auch mal ganz gut, wenn ich mal wieder irgendwelche Spieler von Mainz haben will. Muhammadim! Er hat gerade einer geschrieben, wir müssen mal unsere Tipps langsam abgeben. Was denn für heute? Für das wir kennen ja Millionaris in- und auswendig, natürlich. Den Zweitligisten das ist, aus Kolumbien. Oh Gott, hoffentlich überlebe ich diese Ich habe gar keine, also erstmal tippe ich eigentlich gar nicht. So Tippspiele, ich mache was mit bei Kick-Tipp-Runde. Ja. Und bei uns gibt es übrigens 1892 hilft Kick-Tipp-Runde, Top-Tipper. Und da gibt's kann man da einfach rein? Wir haben auch bestimmte Regeln für die, man darf nur 3-mal das gleiche Ergebnis tippen. Damit du nicht 2-1, 2-1, 2-1 genau, machst. Genau, weil sonst, ja. Aber bei uns kannst du halt das Trikot der nächsten Saison gewinnen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das kannst du bei uns quasi, wer die Runde gewinnt, kriegt für das nächste, das Trikot. Ein attraktiver und man kann jetzt auch nicht mehr mitmachen, oder man kann, könnte mitmachen, aber man kann ja nicht mehr gewinnen, weil wie willst du das aufholen? Ja? Aber wer da nächste Saison Lust hat, mitzumachen, kann sich dann gerne bei uns melden über die Website und kann man bei uns Kick-Tipp mitmachen. So. Das ist gut, das fragen mich immer viele, weil ich habe keine Runde gemacht, weil ich nicht alles machen will. Und können wir auch gemeinsam nächstes Jahr machen, aber ist ja noch viel Zeit. Nach 5 Spielen bin ich sowieso wieder raus. Weil dann musst du die Erinnerung einstellen. Das hätte jetzt nicht so. Ich habe noch keine Kick-Tipp-Runde mehr als 5 Spiele überlebt, wo ich dann nicht raus war. Alter, Mastro Vasli, ich habe ihn immer fälschlicherweise, weil man ja immer nicht weiß, wie man den Namen ausspricht, Mezzo Vasli ausgesprochen. Ist aber ja. Mastro Vasli. Alter, danke für 1892 Bits, mein Lieber. Sehr, sehr großzügig. Ein Toast auf dich. Also, das ist ein Sandwichmaker. Das ist wirklich sehr, 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 sehr großzügig. Und die Worte danach gehen natürlich auch runter wie Öl. Keine weiteren Worte für euren geilen Talk. Das ist doch, guck mal, hättest du dir so ein Feedback direkt erwartet hier? Nee, hätte ich nicht gedacht. Da freue ich mich sehr drüber. Cool, danke dir. Vielen, vielen Dank, Mastro Vasli. Wir haben, ich würde sagen. Jetzt werden auch mehr als 172 jetzt. Ja, jetzt werden sie alle wach. Die haben nochmal kurz einen Powernap gemacht, damit sie lange genug durchhalten unter der Woche. Ich sag, ich kann überhaupt nicht 1:0 durch Solomon Okoronkwo. Kennst du den noch? Warst ja, natürlich. Noch auf Solomon Okoronkwo, den habe ich auch abgefeiert. Der war ja eigentlich total ungefährlich, aber eine Saison war ja mal ganz gut. Ja, und dann ist er durch die Berliner Niederungen gewandert. Der spielt irgendwo in Berlin, ne? Ja. Irgendwie Bezirksliga oder so. Solomon Okoronkwo. Wir hatten schon ein paar. Wir hatten auch so ein geiles Fanlied. Kennst du den noch? Valery Domovtschiski? Da gab es auch so ein geiles Lied. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie das geht. Ja, Valery Domovtschiski natürlich. Aber warte, vielleicht komme ich drauf. Domovtschiski. Domovtschiski. Nee, ja, komme ich nicht drauf. Aber da gab es auch so ein geiles Fanlied zu. Wir hatten doch diesen Skatschel. Skatschel, ja, der war in der gleichen Zeit wie Katscha gekommen, glaube ich. Und da gab es ein YouTube-Lied, da haben die Fans von dem Verein, der kam, ein richtig geiles Lied gemacht. West Ham oder so kam der, glaube ich. Also Skatschel, also, ey, das ist, wie viele Herthaner mittlerweile bei uns alle waren und hingegangen sind und so. Wahnsinn. Ich muss mal die Beine ein bisschen lang machen, gerade hier. Mach mal lang die Beine. Ja, es ist anstrengend manchmal, wenn man dann hier sitzt. Es ist halt kein Streamingzimmer, sondern es ist einfach nur eine Couch. Valerie, du super geiler Typ. Ging das so? Ich kann mich irgendwie nicht mehr dran erinnern. Eigentlich erinnere ich mich gerade nur an Patrick Ebert. Ah, hier, er schreibt, stürm noch mal vor, schieß noch ein Tor. Valerie, du super geiler. Weißt du, Valerie? Valerie hieß der, ne?
Aber unvergessen doch Patrick Ebert. Ja, das ist das geilste Lied überhaupt. Das hat ja auch Colin, glaube ich. Das war noch zu der Zeit von Colin, ne? Ja, ja. Ja. Patrick Ebert. Das war alter Raudi. Du trittst die Spiegel ab, machst Kratzer in den Lack und schmeißt die Roller um. Das ist das beste Lied überhaupt gewesen, ey. Aber ich habe Patrick Ebert mochte ich auch. Der war natürlich auch sehr viel im Nachtleben unterwegs. Ich war immer Kritiker, weil ich dachte mal, ey Mann, der hat so unfassbar viel Potenzial. Und eigentlich ist, wo ist er gelandet? Dresden und jetzt irgendwo in Griechenland ist er, glaube ich, oder? Ja, zwischendrin war er mal in Dresden und so weiter. Also ja, ein bisschen in Spanien da rumgekickt und so. Aber irgendwie, klar, ey, das ist ein Meckern auf oder ein ganz hohes Niveau. Mann, der hat in der La Liga gespielt, Bundesliga und so. Ja, also von daher schon. Aber es ist so, ich habe immer, auch die ganzen Herthaner, die sagen immer so, oh, was wir alles erreicht haben und so weiter. Ja. Letztlich, glaube ich, hätten wir vielleicht sogar nicht nur den Europapokal erreichen können, sondern in der Saison die Champions League mit 2-3 Siegen mehr und so, ja. Und dass wir da so schnell zu viel zufrieden waren und so weiter. Ohne dass es darum geht, die Leute immer gleich blöd anzumachen. Aber das war ein bisschen mehr Erfolgs- und Geilheit und hat. Geilheit hat und Leistungsgedanken hat. Ja. Dennis, du geile Sau. Danke für nochmal 300 Bits. Sehr unterhaltsam mit euch beiden. Hätte gedacht, ich schaffe es nicht, bis 1 Uhr wach zu bleiben. Mit euch fiel es mir aber sehr leicht. In 10 Minuten klingelt der Wecker. Was? Du musst in 10 Minuten aufstehen? Das glaube ich dir nicht, so, Digga. Arme Sau. Dann bist du doch die arme Sau. Dennis, die arme Sau. Alle mal einen traurigen Smiley in den Chat für den armen Dennis. So, er schreibt, Aufstellung ist da. Patrick Ebert hat mal ein Tor gegen Real Madrid geschossen. Ja, ja, das musst du erstmal schaffen. Eine unfassbar krasse Flanke aus dem Halbfeld auf Andrei Voronin geschlagen. Oh, Voronin, Mann. Das war ein geiler. Ja. Den habe ich gefeiert, Mann. In dieser Saison mit Voronin, das war doch, wo Favre und so weiter, oder? War das war die Favre-Saison, die fast Meistersaison. Ja, fast Meistersaison, wo wir 3 Spiele vor Ende noch oben waren. Wir waren doch nur so gut in der Saison, weil die anderen alle so schlecht waren. Und machen wir uns nicht. Haben. Ja, 1-0 oder 2-1. Ja. Wir haben in Leverkusen gespielt. Da haben wir Jesus Drobny. Keine Ahnung, wer die Statistik da rausholen kann, aber es gab 40 oder 37 oder so Schüsse auf Hertha-Tor. Ja. So, und Hertha war einmal vor dem Tor, ich glaube, das war Voronin. Ja, 88. Und macht das Ding rein. Ich weiß nicht mehr, aber so, ja. Und das ist unfassbar so. Und so lief die Saison, ja. Und dann 3 Spieltage Verlust, wo es dann um was geht, haben sie auf einmal angefangen, mega zu verkacken. Und dann so, das legendäre Spiel gegen Karlsruhe, die schon abgestiegen waren. Ja. Und wir verlieren einfach mal 4-0, alles klar. Das war irgendwie, ich habe mal gehört, was, Königsmord oder so. Simonic, Arne Friedrich und so gegen Favre gespielt. Irgendwie sowas habe ich mal gehört, keine Ahnung. Ach echt, ja? So, und da war irgendwas nicht koscher wohl. Guck mal, wir hatten heute schon ein Testspiel. Wusstest du das? Ja, aber ich wusste, das Ergebnis war 7-0. Haben wir letztes Mal auch gehabt, 2 so eine Testspiele in einem. Genau. Tag. Jovetic, dreimal Jovetic. Serda hat getroffen. Oh ja, Serda hat getroffen, Luke Bacchio und Maolida, der alte Goalgetter. Und Langkam, oder? Stand er auch. Langkam? Dazwischen drin? Ja, Langkam hat er auch getroffen, sehr schön. So, gut. Das wichtiger vielleicht als alle anderen Tore, dass er spielt und Spielpraxis kriegt. 5 Minuten vorher. Du kannst aber auch, keine Ahnung, Bogota TV, ist das Kolumbien? Bogota TV, Alter, da sieht man andere Sachen. Da sieht man andere Sachen wahrscheinlich. Mario, danke von der Bits. Hertha ist der einzige Verein, der ohne Geld erfolgreicher gespielt hat als mit 375 Millionen. Das sagt schon alles. Also wir können ja mal bei 375 Millionen davon ausgehen, dass es, also es gab Stimmen, dass wir, wie soll ich das erklären? Wir sind aktiv gegen Investoren vorgegangen. Wir haben gezeigt, gib uns das Geld, wir verbrennen es und die Investoren wollen nicht mehr kommen. Ja. So kann man das. Von Negativbeispiel. Die ganzen, die über uns haten, weil wir einen Investor haben, ja. Wir haben das nur gemacht, um Investoren abzuschrecken. Richtig. Ja. Nur mal für euch, macht es lieber nicht. Da haben sich aber, ich meine es jetzt völlig ernst, bitter, oder? Da werden sich aber einige Vereine gedacht haben,
wenn wir es machen sollten, die Anteile zu verkaufen, wo ja jeder der Vereine noch die Möglichkeit hat unter 50 plus 1, dann werden wir es auf jeden Fall komplett anders angehen als Hertha. Sollten wir das überhaupt machen? Ja, ey, aber warum komplett? Hertha hat das Beste gemacht. Also noch besser geht's doch gar nicht. Ich meine, wie das Geld eingesetzt wurde. Das nicht. Aber also einen Investor zu finden, der dir 375 Millionen gibt und nichts dafür will? Und oder nichts sagen will kann. Schon, aber nichts machen naja, kann. Aber wenn ich da was unterschreibe, sage ich, was kriege ich? Sonst unterschreibe ich nicht. Also was macht der, was ist der Deal? Ja. So, nicht so, ich gebe dir 375 Millionen, aber ich habe nichts zu melden bei dir. Irgendwie so, weißt du, das ist irgendwie ganz, ey, das haben Ingo Schiller weiß nicht, ob der damit wirklich zu tun hat, mitgesprochen, aber ich glaube, eher so Gegenbauern, so die operativ da entscheiden, nachher mit zu tun gehabt. Und das haben die eigentlich, das ist genial. Anscheinend haben sie es ja auch wirklich so abgewickelt, dass wirklich für uns kein Risiko da. Das sieht man ja jetzt, sonst wäre es ja anders gelaufen jetzt am Ende bei dem Zwist. Nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht unpopuläre Meinung ist, würde ich sagen, 777 Partners, wenn der Kai da ist und ein gutes Gefühl hat und dass ein guter Partner sein kann, ist nur noch heute investorenmäßig Fußball. Also ich habe immer gesagt, ist schon mal vorteilhaft, wenn man über die Besitzer, Gründer, wie auch immer du ihn nennen willst, CEOs von 777 Partners, nichts bei Wikipedia findest, kann es schon mal nicht so verkehrt sein im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten. Also von daher... Aber eine Sache fällt mir noch ein, die wollte ich dich auch immer fragen, habe ich schon vergessen. Ganz kurz. Ja. Eintracht Frankfurt ist halt ohne Investor den geilen Weg gegangen und dafür Respekt und Chapeau, dass die das so DFB-Pokal und Europapokal, das wäre der coole Weg gewesen. Aber wir haben jetzt den Weg gegangen und daraus müssen wir halt einfach das Beste machen, denke ich. Safe. Ja. Müssen wir jetzt. Also bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ich hoffe einfach, dass die einfach nicht jeden Monat mit einem riesen Artikel in der Presse stehen, was sie alles so für krumme Geschichten. Das war ja schon wieder letzte Woche was, ein Artikel. Ja? Über Winters war doch letzte Woche schon wieder ein Artikel. Ja, hast du eine Sendung gemacht, oder? Ja, ein Stream. Ihr sagt Stream, oder? Sendung Video ist war das. Video. Es ist wirklich unglaublich, was dieser Typ alles macht. Very Sauerkraut. Danke für dein Stufe 2 Abo sogar. Danke dir, mein Lieber. 16 Monate am Start. Late Night Action. Ja, das kann man wirklich so bezeichnen. Gleich ist es 1 Uhr und es sind immer noch 167 Leute. Und Mario schreibt nochmal mit 100 Bits rein. Windhorst bekam von Gegenbauer den goldenen Putzlappen. Ja, und dafür hat er ihm im Gegenzug eine schöne Überwachung nach Hause geschickt. Ey, das ist auch alles. Also diese Nummer. Ist wirklich in Mossad nach Hause geschickt im Gegenzug. Unfassbar. Das ist unglaublich. Also jetzt meine Frage nochmal, die ich nicht vergessen wollte. Hast du zufälligerweise den letzten Auftritt von Michi P. bei Doppelpass gesehen? Nee, gucke ich grundsätzlich nicht, tatsächlich. Also ja, aber schieß los, ich bin interessiert daran. Ich habe es, glaube ich, gegoogelt, dann geguckt, ob ich das finde, aber diese Doppelpass-Sendung, wer guckt sich das denn freiwillig? Ich gucke das auch meistens nur noch. Früher habe ich es immer geguckt, aber jetzt gucke ich es nur noch, wenn Hertha dabei ist. Auf jeden Fall hat er ja gesagt, er hat so sinngemäß, ist kein Zitat, Leute, ich zitiere ihn hier, nicht so sinngemäß gesagt, ja, bei Hertha, weil sie ihn ja darauf angesprochen haben, sieht es ja ganz schlecht aus und ich muss sagen, ich habe ja alles ordentlich übergeben. Ja, hat er, er hat gebrannt, die ganze Haus hat gebrannt, genau, aber er hat den Schlüssel ordentlich. Genau, er hat alles übergeben. Und ob die jetzt weiterhin die Lizenz bekommen, ist sehr fragwürdig. Das ist noch so schön. Dieser Typ leidet auch an absoluter Fehleinschätzung von sich selbst. Also der ist auch das Paradebeispiel, wie man sein ganz eigenes herzlich, Denkmal perfekt dein zerstören Michael kann. Ich habe von Mitarbeitern bei Hertha, die dort arbeiten, die haben mir gesagt, dass der Michael Preetz, ich war wirklich einer der größten Kritiker von ihm. So. Und ich glaube auch, dass es 10 Jahre gekostet, uns 10 Jahre gekostet hat, Entwicklung. Ja? Und dass Union, so eine Vereine sich entwickeln konnten. Wir haben doch die ganze Seite offen gelassen. Fußballkultur und Arbeiterclub und so, das alles haben wir doch offen gelassen, weil wir irgend so eine Vision hatten von, wir müssen Berlin gefallen und müssen europäisch spielen, weil sonst hat uns keiner lieb. So, dieses ganze Ding haben wir offen gelassen. Warum konnte man denn nur, also hatte nie irgendwie Ambitionen, wir haben ja nicht, es gab Saisons, wo wir nicht mal darüber geredet haben, was wir erreichen wollen, weil wir haben kein Geld und deswegen können wir nicht darüber reden. So, ja. So, und dann kommt der Michael Preetz und sagt sowas im Sport, Doppelpass. Also, aber worauf ich hinaus wollte, Mitarbeiter haben mir gesagt, dass es eigentlich wirklich ein ganz netter Kerl ist. Und ich glaube das auch.
Ich glaube auch, dass ein Gegenbauer wirklich, glaube ich, ein Herthaner durch und durch ist. Ja, das kann sein, das will ich nicht bestreiten. Ey, der saß doch bei der Pressekonferenz, wo dann auch die Bild-Zeitung da war und die Mikrofone waren offen und dann sagt er, ah, da sind ja von der Bild-Zeitung. Hat so über, ey, eigentlich wie geil, dass so ein Präsident so über, ja, wir mögen die Bild ja alle, glaube ich. Ich mag sie nicht so. Also eigentlich doch eine geile Nummer, so ein Grummel-Präsident und so, ja. Aber er hat es nicht vorwärts gebracht und das war das Problem, ja, so. Und in anderen Positionen hätte ich mir das gut vorstellen können, ja, so. Aber guck mal, so ein Kloppo in Dortmund auf der Pressekonferenz, One-Man-Show, der ganze Verein konnte sich an einem aufrichten, so, ja. Das übrigens haben wir jetzt mit Kai, der das mit einem Schlag eines der spannendsten Fußballvereine in Europa. Ja, so mit einem jemanden da an der Spitze, der den Verein liebt und nach vorne bringt und wo wir wissen, dass es nicht Dollarzeichen sind. Natürlich hat er auch Geld, muss mit Geld umgehen und muss sich da angucken. Ja. Aber letztlich habe ich bei ihm nicht das Gefühl, dass er den Verein irgendwie ans Messer liefern würde. So, nee, ja. Und das Gefühl kannst du bei ihm auch einfach nicht haben. Und ich finde auch schön, übrigens, wie dann mal, weil du weißt ja, also ich kriege ja sehr viel Feedback von Leuten automatisch, wenn ich Videos mache, wie Hertha so gesehen wird von anderen Vereinen. Und ich fand es schön dann mal zur Abwechslung, als Kai gewählt wurde, wie dann mal das Feedback von anderen Vereinen war zu dieser Entscheidung, die halt von außen so in dem Sinne als mutig angesehen wurde von den Mitgliedern und dass sie sich da in dem Sinne durchgesetzt haben, einen aus habt dem Verein. Das Video, so. Das Video habt ihr ja gesehen, was ich da aufgenommen habe, wo ich da draufgehalten ja, habe, ja, als ausgezählt. Was hat Kai, glaube ich, auch jetzt bei sich auf dem Account zu Silvester gepostet, ja. Wer das Video sehen will. Und diese Emotionen, die da drin sind, das war wirklich ernsthaft und ich freue mich so für uns und für Hertha, dass wir da mit ihm jetzt einen haben, der auf unserem Dampfer jetzt die Geschicke. Also den Trümmerhaufen von Preetz da aufzuräumen, keiner will die kaufen, keiner will die, und du kannst ja nicht einfach alle vom Hof jagen und miese machen ohne Ende, sondern musst schon gucken, ob du die Piontek. Also der wird ja wieder auf der Matte stehen im Sommer. Das ist unfassbar. Der hat 3 Tore gemacht bei Salernitana. Das ist unfassbar. Denn, also. Und der hat im Sommer hat er noch 2 Jahre Vertrag. Und der wird natürlich auch, guck mal, wenn du jetzt in seiner Situation wärst, ne, der weiß ja, ey, ich spiele überall, wo ich war, habe ich scheiße gespielt. Wer gibt mir denn jetzt noch einen gut datierten Vertrag hier? Das gleiche war mit Luke Bacchio. Ja. Und der hat, so. Ja gut, der und ist. Den dann, hast du, aber den, ja. Den haben sie jetzt, also ich finde ihn spieltaktisch manchmal immer noch grauenvoll, ja, so beim Zurücklaufen, aber hat ja zum Beispiel den Save der Saison hingelegt. Der war aber auch wirklich, also der war geil und man hat ihn umgedreht, also man hat ihn dazu bekommen, dass er mehr mannschaftsdienlich sich bewegt und so, also das ist schon, hat Schwarz schon gut gemacht. So, sehr gut. Hat ja auch vorher keiner hinbekommen. Jeder hat ja das Potenzial gesehen, ob Stardai, Labadia. Das musste halt versuchen, mit einem Piontek auch wieder hinzukriegen und den für eine halbe Saison 8 Tore schießen lassen irgendwie. Aber siehst du, passt ja gar nichts. Nee. Freundschaftsspiel hier gerade. Und wenn du jetzt halt Piontek da reinstellst, wenn da keine Bälle kommen, da kann Piontek noch so wenig machen. Ja. Gute Nacht, ihr Legenden. Oh, danke schön. Schlaf gut, Jungs, Nacht. Ja, schlaf dir auch gut, meine Lieben. Es war mir ein Vergnügen, hat mir mega viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch, danke, danke, danke. Respekt davor, dass du das hier so 5, 6, 8 Stunden durchziehst. Ich komme gerne mal wieder. Gerne. Und dann vielleicht auch zu einem Spiel, was ein bisschen mehr in uns auslöst als so ein Testspiel. Aber können wir gerne mal wieder machen. Aber so konnten wir wenigstens mal ein bisschen über Fußball hier auch sprechen. Und mal FIFA spielen und in diesem Sinne. Ja, Prost nochmal. Letztes HOH hier heute nochmal. Respekt. Macht's gut, meine Lieben. Ja. Bis schlaft gut. Grüße nach Bochum sehe ich hier gerade. Hoffe, wird ein geiles Spiel und die 3 Punkte im Pott bleiben. Bei uns im Berliner Pott bleiben die hier im Gewinnerpott. Ja, hoffentlich. Hoffentlich bleiben die bei uns. Gute Nacht. Schlaft gut, meine Lieben. Bis dann. Ciao.